Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der nächsten Vorlesung. Wir haben ein bisschen was vor, daher würde ich dann vielleicht jetzt auch noch mal so ein bisschen da voranschreiten wollen, und zwar Vorlesung 13. Wir hatten in der letzten Vorlesung, meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten? Wir hatten in der letzten Vorlesung die Normalverteilung eingeführt. Das ist jetzt etwas, was ich an dieser Stelle noch mal aufgreifen möchte. Stellen Sie sich mal vor, man hatte jetzt hier eine Zufallsvariable z. Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten? Darf ich Sie bitten? Augenblick, anscheinend haben Sie noch was zu besprechen. Ich warte so lange, ja. So, also, meine Damen und Herren, die Zufallsvariable z, Folge der sogenannten Standard-Normalverteilung. Ich habe Ihnen ja zumindest mal die Umgehungs-, also im Prinzip jetzt hier dann den Vorgang erläutert. Wenn Sie, meine Damen und Herren, die Wahrscheinlichkeit suchen, dass die Standard-Normalverteilung höchstens den Wert 0,54 annimmt, dann müssen Sie in die Verteilungsfunktion der Standard-Normalverteilung den Wert 0,54 einsetzen. Das hatten wir ja schon gemacht. Ich wiederhole es jetzt mal kurz an dieser Stelle, wie das gehen soll. Zunächst mal sollten Sie sich auch darüber bewusst sein, was Sie berechnen. 0,54 ist hier. Das, was Sie hier sehen am Diagramm, ist die Dichtefunktion der Standard-Normalverteilung. Sie berechnen ja faktisch die Fläche von minus unendlich bis zu diesem Wert, meine Damen und Herren. So. Und wie? Das heißt also, da müssen Sie ja nachschauen in der Tabelle, die heißt Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung. Bitte bringen Sie sie auch mit. Die Tabellen finden Sie jetzt am Ende des Skriptes. Eins davon heißt Verteilungsfunktion. Und dann sollten Sie jetzt hier diesen Wert dann nachschauen können. Sie gehen dann bitte dafür in die Zeile 0,5 und die Spalte 0,04. Warum? Weil 0,5 plus 0,04 0,54 sind. Und dort, wo sich die Zeile mit der Spalte trifft, dort finden Sie dann auch die gesuchte Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet also, der Wert der Verteilungsfunktion der Stelle 0,54 der Standardnormalverteilung ist natürlich gerundet 0,7054. Und das ist dann auch der Wert, den Sie suchen, weil das ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, mit der die Standardnormalverteilung den Wert 0,54 nicht überschreitet. Das sehen Sie ja hier im Prinzip nochmal im Diagramm. Das ist ja das, was Sie jetzt hier im Prinzip bestimmt hatten, also die Fläche der Dichte von minus unendlich bis 0,54. Wir hatten also auch ein zweites Beispiel gehabt, wo man die Wahrscheinlichkeit gesucht hatte, dass die Standardnormalverteilung höchstens den Wert 1,96 annimmt. Das funktioniert genauso. Sie müssen dafür in die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung 1,96 einsetzen. Sie berechnen also damit faktisch die Fläche der Dichte von minus unendlich bis 1,96. Und wenn Sie das dann tun, beziehungsweise tun möchten, dann sollten Sie das in der Tabelle nachschlagen. Es gibt auch Taschenrechner, die das können. Also ich wäre damit einverstanden, dass Sie das dort machen. Ich habe die Tabelle in der Mitte ausgeschnitten, wie Sie sehen, weil sonst hätte das jetzt nicht reingepasst. Gehen Sie bitte in die Zeile, wo 1,9 steht. Gehen Sie bitte in die Spalte, wo dann drüber 0,06 steht. Denn 1,9 plus 0,06 ergibt natürlich 1,96. Und dort, wo sich dann die Zahl mit der Spalte trifft, nämlich hier, dort finden Sie jetzt hier dann auch die gesuchte Wahrscheinlichkeit. Das ist jetzt also der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 1,96. Und das ist damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Standardnormalverteilung höchstens diesen Wert annimmt, beziehungsweise das ist die Fläche der Dichte von minus unendlich bis 1,96, was Sie hier dann bestimmt hatten, meine Damen und Herren. Das hatten wir gemacht. Also ich wiederhole es jetzt mal kurz schnell, dass Sie das jetzt hier dann nachvollziehen. Wer das kann, kann ungefähr 10-20% der Klausur, denn die Normalverteilung ist gefühlt jetzt hier fast in jedem Test dabei, fast letztendlich im Endeffekt dann auch bei der Regressionsanalyse dabei. Und ich stelle jetzt hier nochmal eine extra Aufgabe dazu. Das heißt also, die Normalverteilung ist klausurrelevant. Es gibt auch keine Klausur ohne die Normalverteilung. Aber das ist eigentlich so das Wichtigste. Also wenn es eine Verteilung gibt, mit der Sie sich bitte vertraut machen sollen, dann bitte die hier. Ja, ich hoffe, dass Sie das nachvollziehen. Das ist eine der wichtigsten Verteilungen überhaupt, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Wissen Sie vielleicht auch noch warum? Weil jede Summe in Verteilung gegen die Normalverteilung strebt. Das ist sozusagen mit der Hauptgrund dafür. In der Statistik haben wir jetzt im Prinzip dann immer mit irgendwelchen Summen zu tun, natürlich der Voraussetzung, wenn die Summanden unabhängig und jeweils derselben Verteilung dann folgen, dann auf jeden Fall. Sie sollten hier nochmal dann sehen, was die Verteilungsfunktion macht. Die Verteilungsfunktion, wie bei jeder Verteilung dann auch, zumindest wenn die Verteilung eine Dichte hat, ist immer die Fläche der Dichte von minus unendlich bis zu dem Wert, was Sie dann einsetzen. Wenn es die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung ist, dann ist die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung an der Stelle k nichts anderes als die Fläche der Dichte der Standardnormalverteilung von minus unendlich bis zu diesem Wert, beziehungsweise was auch uneingeschränkt dann auch für jede Verteilung gilt,
nicht nur für stetige, sondern auch für diskrete Verteilung ist, dass der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle k nichts anderes ist, als dass die Verteilung höchstens, meine Damen und Herren, diesen Wert annimmt. Wenn es die Standard-Normal-Verteilung ist, dann ist das natürlich der Wert der Verteilungsfunktion an der Standard-Normal-Verteilung nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, dass die Standard-Normal-Verteilung, meine Damen und Herren, höchstens den Wert k annimmt. Das sollten Sie dann jetzt hier auch nochmal gesehen haben. Ja? Also das ist im Prinzip jetzt hier auch nichts Neues, aber ich beziehe mich jetzt hier darauf, jetzt hier für beziehungsweise auf die Standard-Normal-Verteilung. Das sollten Sie hier dann auch noch sehen. So, meine Damen und Herren, wir machen weiter mit den Übungen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben jetzt hier dann die Fläche zu bestimmen von minus unendlich bis minus 1,5, was nichts anderes wäre als der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle minus 1,5 beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass die Standardnormalverteilung höchstens diesen Wert annimmt. Dazu schauen Sie sich noch mal kurz die Dichtefunktion dann an. Machen Sie sich bitte immer klar, welche Fläche gesucht ist, weil da kann man das meistens auch relativ einfach bestimmen. Sie suchen die Fläche, hier ist ja der Wert minus 1,5. Sie suchen die Fläche der Dichte von minus unendlich bis minus 1,5. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mal diese Fläche dann anschauen, was würden Sie dann sagen? Also wir werden es jetzt hier noch mal sehen. Was glauben Sie, ist diese kleine rote Fläche kleiner als 0,5 oder größer als 0,5? Also im Prinzip die Hälfte der Gesamtfläche. Meine Damen und Herren, die Gesamtfläche ist ja immer 1. Wir kommen ja nicht mal zu der Hälfte der Gesamtfläche, denn die Fläche von minus unendlich bis 0 ist ja 0,5. Das heißt, was auch immer diese Fläche ist, sie muss kleiner als 0,5 sein. Ich hoffe, dass Sie das nachvollziehen. Sie könnten das einfach nachschauen. Also wenn Sie dann den Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle minus 1,5 da suchen, dieser Wert ist dann auch tabelliert. Ja, die rote Fläche ist ja sozusagen das hier. Das können Sie dann nachschauen. Das werde ich jetzt hier dann auch tun. In der Tabelle, und zwar Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung, das ist direkt auf der ersten Seite dann. Wenn Sie jetzt im Prinzip, also ich habe jetzt hier die Tabelle ausgeschnitten, wie gesagt, warum? Weil ansonsten hätte das nicht auf dem Slide gepasst. Gehen Sie bitte dort in die Zeile minus 1,5. Und dann gehen die Spalte 0,00. Warum? Weil minus 1,5 plus 0,00 natürlich minus 1,5 ist. Ja, also das sollten Sie jetzt hier nochmal dann nachvollziehen. Und dort, wo sich die Zeile mit der Spalte trifft, nämlich hier bei der 0,0668, das ist dann der Wert, den Sie dann haben. Das heißt also, diese Fläche hier von minus unendlich bis minus 1,5, meine Damen und Herren, beträgt ungefähr 6,7% von der Gesamtfläche. Das sehen Sie ja hier auch nochmal. Also ich habe das hier nochmal abgebildet. Können Sie das nachvollziehen? Das heißt, damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Standardnormalverteilung höchstens den Wert minus 1,5 annimmt, meine Damen und Herren, nichts anderes als ungefähr 6,7%. Ja, das sollten Sie hier nochmal gesehen haben. Wie gesagt, wozu man das braucht und was man damit noch machen kann, kommt noch später in der Vorlesung. Ja, also wir werden dann gefühlt bei jeder Verteilung, also auch bei jedem Test und so weiter, immer die Normalverteilung so ein bisschen mit drin haben. Ja, nur, dass Sie das schon mal wissen. Also wenn Sie damit noch Probleme haben werden, dann werden Sie natürlich auch hier im Rahmen dieser Veranstaltung massiv jetzt hier darunter leiden, weil die Klausur ist gefühlt irgendwie 30-40% immer über die Normalverteilung. Also auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel Hypothesentest mache, Hypothesentests basieren ja zumindest, die Teststatistiken daraus, basieren immer irgendwie irgendwo auf der Normalverteilung. Das sollten Sie dann vielleicht hier nochmal, also das müssen Sie können im Schlaf, ja. Sollte ich Sie nachts aufwecken, ich meine, ich werde es nicht machen, aber sollte ich Sie nachts wecken können, ja, sollten Sie das immer in der Regel jetzt hier dann tun können, ja. Aber keine Angst, ja, ich mache auch ein paar Challenges rein, aber da können Sie dann machen, wenn Sie Bock haben, aber Sie wissen ja, was ich meine, ja. Also das müssen Sie können wie im Schlaf, ja. Egal wann, egal wo, egal wie, wenn man natürlich die Tabellen hat, bitte bringen Sie sie dann auch mit, Sie werden sie brauchen. Meine Damen und Herren, ich mache mal weiter, denn es gibt nämlich einen interessanten Zusammenhang, passen Sie auf, wegen der Symmetrie der Dichte. Und zwar, passen Sie auf, die Fläche von minus unendlich bis minus 1,5 ist offenkundig genauso groß wie die Fläche hier ab plus 1,5. Das heißt, diese kleine rote Fläche hier oben links ist natürlich genauso groß wie die kleine blaue Fläche unten rechts. Ja, ich hoffe, dass Sie das nachvollziehen. Warum ist das so? Naja, weil die Dichtefunktion, meine Damen und Herren, symmetrisch ist zur Y-Achse. Ja, verstehen Sie? Ja, das ist natürlich, also wenn ich die rote Fläche an der Y-Achse spiegle, dann würde ich dann natürlich hier die blaue Fläche bekommen. Meine Damen und Herren, damit wäre die blaue Fläche genauso groß wie die rote. Jetzt ist die Frage, wenn man angenommen, wie würde ich die blaue Fläche berechnen? Dann gucken Sie mal, die rote Fläche ist ja faktisch, schauen Sie mal kurz, die rote Fläche ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Standardnormalverteilung höchstens den Wert minus 1,5 annimmt. Und die blaue Fläche ist, meine Damen und Herren, die Wahrscheinlichkeit in Analogie dazu, dass die Standardnormalverteilung, meine Damen und Herren,
mindestens den Wert plus 1,5 annimmt. Ja, das heißt also, rechts von plus 1,5 ist natürlich die Fläche genauso groß wie links von minus 1,5. Ja, ich will aber noch was anderes hinaus. Wie würden Sie mal angenommen diese blaue Fläche berechnen unten aus der weißen Fläche? Sie müssen beachten, die weiße Fläche, oder jetzt, ich färbe die jetzt hier mal grün, die grüne Fläche hier ist natürlich nichts anderes als der Wert der Verteilungsfunktion der Stelle bis 1,5, denn das ist ja nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Standardnormalverteilung höchstens den Wert 1,5 annimmt. Und Sie sollten vielleicht jetzt hier nochmal nachvollziehen, die Gesamtfläche abzüglich dieser grünen Fläche ist natürlich die blaue Fläche und damit ist das auch genauso groß wie die rote. Ja, ich kann jetzt hier mal ausrechnen, wie groß ist diese Fläche hier an der Stelle oder bis zur Stelle 1,5. Die Fläche also hier in dem Fall wäre dann also zunächst mal das hier zu bestimmen. Ich bestimme jetzt mal die grüne Fläche. Die grüne Fläche, wenn Sie das nachschauen, das habe ich ja hier einmal getan, in der Tabelle befindet sich in der, also wenn Sie das, diese Fläche suchen, gehen Sie mal bitte in die Zeile, wo 1,5 steht und gehen Sie bitte in die Spalte, wo 0,00 steht, weil dort finden Sie sie. Das sind dann nämlich dann 93,32% von der Gesamtfläche. Das heißt also, die grüne Fläche, meine Damen und Herren, ist dann 93,32%. Hier sehen Sie es auch nochmal. Das heißt also, wenn ich dann die blaue Fläche haben will, die blaue Fläche ist natürlich dann 1 minus diese grüne Fläche, denn die Gesamtfläche ist ja 1, die grüne Fläche ist dann 93,32% ungefähr. Das heißt also, ist die blaue Fläche, meine Damen und Herren, 1 minus die grüne, also sprich 1 minus 93,32%. Und dann hätten Sie ja wieder die 6,68% jetzt hier heraus. Aber nur, dass Sie das nachvollziehen. Denn diese Fläche hier, die hier im Prinzip am Start ist, ist natürlich auf der anderen Seite genauso groß wie die rote Fläche. Das heißt, Sie können ja im Prinzip die rote Fläche, meine Damen und Herren, aus der grünen Fläche berechnen, ja, mit Hilfe der blauen. Also über die blaue aus der grünen Fläche. Die rote Fläche, meine Damen und Herren, ist 1 minus die grüne Fläche. Sieht es jeder? Ja, das sollten Sie hier nochmal sehen. Und wenn ich die frage, warum ist das so, dann sollten Sie antworten, weil die Dichtefunktion, meine Damen und Herren, der Standardnormalverteilung symmetrisch ist zur Y-Achse, nicht die Verteilungsfunktion. Die Verteilungsfunktion ist nicht symmetrisch zur Y-Achse, sehen Sie ja gar nicht, sondern die Dichtefunktion. Warum? Weil wenn Sie jetzt hier den Wert plus 1,5 in die Dichtefunktion einsetzen, bekommen Sie das hier heraus, ja, diesen Wert hier, irgendwas hier, was weiß ich, ja. Und dann hier, wenn Sie dann minus 1,5 einsetzen, bekommen Sie dasselbe heraus. Das heißt, eine Funktion ist symmetrisch zur Y-Achse, dann und nur dann, wenn der negative Wert dann von x zum selben Funktionsergebnis führt, wie jetzt hier dann der positive. Aber das ist natürlich bei der Verteilungsfunktion anders, ja. Wenn Sie in die Verteilungsfunktion 1,5 einsetzen, bekommen Sie was anderes heraus, als wenn Sie in die Verteilungsfunktion minus 1,5 einsetzen, sollten Sie jetzt hier nochmal nachvollziehen. Ich zeige Ihnen das mal gleich, ja. Also hier, wie gesagt, 1 minus diese 93,32% sind ja diese 6,68% gewesen. Das ist ja genauso groß wie die rote Fläche hier im Prinzip. Also, die rote Fläche ist gleich 1 minus die grüne. Das werde ich ja hier nochmal ein bisschen verallgemeinern. Schauen Sie mal kurz, das war nämlich das hier gewesen. Hier sehen Sie auch nochmal, die grüne Fläche war der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 1,5. Ich werde das jetzt hier nochmal so kurz einblenden. Und dann sehen Sie hier nochmal den Zusammenhang. Also sprich, der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle minus 1,5 ist 1 minus der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle plus 1,5. Warum? Weil die rote Fläche ist gleich 1 minus die grüne Fläche. Die rote Fläche ist der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle minus 1,5 und die grüne Fläche ist der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle plus 1,5. Das kann man verallgemeinern, meine Damen und Herren, nur dass Sie das nachvollziehen. Das sehen Sie ja hier auch nochmal quasi auf der nächsten Folie. Also die Fläche bis minus 1,5 ist genauso groß wie 1 minus die Fläche bis plus 1,5. Und wenn ich das verallgemeinere, da sehen Sie jetzt hier das dann wie folgt. Und zwar, also hier, das ist ja offenkundig das, was wir herausgefunden haben. Und das kann man verallgemeinern. Also wenn ich dann zum Beispiel den Wert minus z einsetze, da kommt dann heraus 1 minus der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle plus z. Warum? Weil die Fläche bis minus z ist genauso so groß wie die Gesamtfläche 1 abzüglich der Fläche bis plus z auf der anderen Seite. Und warum ist das so? Meine Damen und Herren, das sollten Sie nachvollziehen. Das ist deswegen so, weil die Dichtefunktion, also wenn ich die jetzt hier mal fragen würde, warum das so ist, weil die Dichtefunktion, die Dichte, nicht die Verteilungsfunktion, die Dichtefunktion symmetrisch ist zur Y-Achse. Die Verteilungsfunktion ist nicht symmetrisch zur Y-Achse. Warum? Da, wenn ich dann minus 1,5 einsetze, bekomme ich nicht das Gleiche raus, als wenn ich plus 1,5 einsetze. Die Fläche bis minus 1,5 ist nicht genauso groß wie die Fläche bis plus 1,5. Ja, die Fläche bis minus 1,5 ist nämlich 1 minus die Fläche bis plus 1,5 und das ist ja das, was Sie sehen. Also nicht die
Verteilungsfunktion ist symmetrisch zur y-Achse, das ist Quatsch, sondern die Dichtefunktion ist symmetrisch zur y-Achse. Deswegen sind ja die beiden Flächen gleich groß. Das sollten Sie jetzt nochmal nachvollziehen. Es gibt ja zwei Seiten im Prinzip in der Verteilungsfunktion, der Standardnormalverteilung. Eine Seite könnten Sie eigentlich wegschmeißen, weil Sie können ja mit der anderen Seite dann auch jede andere Fläche dann, die Sie davor dann gehabt hätten, dann ausrechnen. Verstehen Sie? Also einmal für die negativen Werte und einmal für die positiven Werte ist es nochmal tabelliert, aber Sie brauchen eigentlich nur die positiven Werte, weil für die negativen Argumente, wenn Sie die Werteverteilungsfunktion der Standardnormalverteilung ausrechnen, können Sie das berechnen oder so, indem Sie dann rechnen, denn 1 minus die Fläche bis zu diesem positiven Wert. Nochmal, die Fläche bis minus 1,5 ist genauso groß wie die Gesamtfläche 1 minus die Fläche bis plus 1,5, weil die Dichte symmetrisch ist. Und zwar in dem Fall sozusagen, also hier auch zur y-Achse. Das gilt, meine Damen und Herren, im Übrigen für jede Verteilungsfunktion, wo die Dichtefunktion symmetrisch zur y-Achse ist. Das sollten Sie natürlich jetzt hier nochmal einsetzen, aber insbesondere hier für die Standardnormalverteilung. Das ist das, was ich ja an dieser Stelle nochmal verdeutlicht haben wollte. Meine Damen und Herren, ich mache jetzt hier mal weiter. Gesucht sei jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Standardnormalverteilung, also Z steht für eine standardnormalverteilte Zufallszahl, zwischen minus 1,96 und plus 1,96 liegen wird. Das heißt also die Wahrscheinlichkeit, meine Damen und Herren, dass die Standardnormalverteilung Wert annimmt zwischen minus 1,96 und plus 1,96. So, ja gut, ich komme jetzt hier selbst ein bisschen durcheinander. Okay, das ist, meine Damen und Herren, natürlich nicht der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle plus 1,96, denn wenn Sie sich das klar machen, machen Sie sich jetzt immer klar, welche Fläche gesucht ist, ja, weil da können Sie sozusagen das jetzt hier zusammenbauen. Sie suchen ja, passen Sie auf, also hier ist dann minus 1,96 und plus 1,96 im Diagramm ungefähr, Sie suchen ja die Fläche hier dazwischen. Also gesucht ist ja die grüne Fläche, die Fläche zwischen minus 1,96 und plus 1,96, wenn Sie die Wahrscheinlichkeit suchen, dass die Standardnormalverteilung Werte annimmt zwischen minus 1,96 und plus 1,96. Das wird, meine Damen und Herren, auch ein im Grunde genommen jetzt hier, also der Bereich von minus 1,96 bis plus 1,96 wird dann auch ein zentrales Schwankungsintervall sein, ja, weil Sie schneiden nämlich auf der linken Seite der Verteilung genauso viel ab, wenn Sie jetzt hier dann auf die rechte Seite dann schauen, also auf Deutsch. Die kleine weiße Fläche hier auf der rechten Seite, die ich jetzt hier mal anmale, ja, die oder die ist jetzt hier rot geworden, ist genauso groß wie die andere rote Fläche hier. Damit, meine Damen und Herren, ist der Bereich, ja, von minus 1,96 bis plus 1,96 ein zentrales Schwankungsintervall der Standardnormalverteilung. Und wir werden jetzt hier nochmal berechnen, welches zentrale Schwankungsintervall, also im Prinzip, wie viel Prozent der Werte jetzt hier dann quasi umfasst werden. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Also wenn man das jetzt hier berechnen möchte, wie gesagt, diese grüne Fläche hier, es gibt nämlich die Möglichkeit zum Beispiel, dass Sie dann zunächst mal die blaue Fläche berechnen. Meine Damen und Herren, diese blaue Fläche, also sprich bis plus 1,96, die hatten wir schon berechnet, aber ich sage, also nicht berechnet, aber wir hatten jetzt hier dann den Wert abgeschaut. Also die Fläche bis plus 1,96, um das zu bestimmen, müssen Sie in die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung 1,96 einsetzen. Warum? Weil der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 1,96 nichts anderes ist als die Fläche der Dichte bis 1,96. Ja, das hatten Sie ja, glaube ich, schon verstanden. Also die Fläche bis 1,96 ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Standardnormalverteilung diesen Wert nicht überschreitet. Dazu, wie gesagt, nochmal ein Blick in die Tabelle. Wenn Sie sich das mal anschauen, meine Damen und Herren, wo befindet sich dann der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 1,96, beziehungsweise was ist dieser Wert? Ja, was ist jemand? Kann das jemand schon sehen? Ja, so ein bisschen ja, aus dem Winterschlaf erwachend. Ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Standardnormalverteilung höchstens diesen Wert annimmt, höchstens 1,96, meine Damen und Herren? Sieht das jemand? Ja, niemand sieht das? Ja, Sie brauchen keine Adleraugen, um das zu sehen. Gehen Sie mal bitte in die Zeile 1,9 und gehen Sie mal bitte in die Spalte mit der Überschrift 0,06 und dort, wo sich die Zeile mit der Spalte trifft, dort finden Sie jetzt dann auch die gesuchte Wahrscheinlichkeit. Wenn Sie dann, meine Damen und Herren, das nicht sehen, dann zeige ich Ihnen das mal. Das ist dann hier und zwar bei 0,975. Das heißt also, der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 1,96 für die Standardnormalverteilung beträgt 0,975. Und 0,975 ist dann damit die blaue Fläche, die Sie jetzt hier gesehen haben.
Die blaue Fläche ist also ungefähr 0,975, gerundet natürlich. Ja, ich habe jetzt hier ist gleich geschrieben, aber eigentlich gerundet, aber ist egal. Wenn die blaue Fläche, meine Damen und Herren, 0,975 ist, wie groß ist dann diese kleine rote Fläche rechts davon? Also nochmal, wenn die blaue Fläche 0,975 ist, 97,5% von der Gesamtfläche, die Gesamtfläche ist ja 1, wie groß ist die kleine rote Fläche rechts von 1,96? Sehen Sie das unten? Sieht das jeder? Naja, die beiden zusammen sind wie groß? Die beiden zusammen, also die blaue Fläche plus die rote Fläche, müssen 1 ergeben. Wenn die blaue Fläche 0,975 ist, ist natürlich die rote Fläche 1 minus 0,975 und das sind dann 2,5% von der Gesamtfläche. Wenn die blaue Fläche 97,5% von der Gesamtfläche ist, dann ist die rote Fläche, wenn Sie sich jetzt hier dann quasi zu 1 addieren, dann 2,5%. Können Sie das nachvollziehen? Die kleine rote Fläche, meine Damen und Herren, ist dann 2,5% hier. Das ist natürlich genauso groß wie die beiden roten Flächen jeweils, also links und rechts. Das sieht man ja hier dann eigentlich auch schon. Also auf Deutsch, wenn Sie links 2,5% abschneiden und rechts 2,5% abschneiden, wie viel bleibt dann in der Mitte übrig? Das sind ja nämlich dann, das ist ja die grüne Fläche. Links 2,5% weg, rechts 2,5% weg, ergibt, meine Damen und Herren, die grüne Fläche in Höhe von 95%. Das heißt also, der Wert, passen Sie auf hier, dieser Bereich, das ist nämlich das 95% zentrale Schwankungsintervall. Also das heißt, wenn Sie jetzt, das haben Sie jetzt hier nochmal herausgefunden, aber ich werde das hier nochmal kurz dann anmerken lassen, weil die Leute sagen, zentrale Schwankungsintervalle kommen ja nicht rein. Ja, was zum Teufel mache ich denn hier? Ja, nur dass Sie das nachvollziehen. Was Sie jetzt hier ausgerechnet haben, oder beziehungsweise hier nochmal bestätigt haben, ist das 95% zentrale Schwankungsintervall. Ja, nur dass Sie das nachvollziehen. Ja, also warum das 95% zentrale Schwankungsintervall der Standardnormalverteilung, nur dass Sie das nachvollziehen, ja, der Standardnormalverteilung, das ist ja nämlich jetzt hier das Intervall von minus 1,96 bis plus 1,96, das sehen Sie ja hier, also von minus 1,96 bis plus 1,96, warum? Weil dieser Bereich, meine Damen und Herren, 95% jetzt hier von der Standardnormalverteilung umfasst, und zwar so, dass Sie links und rechts jeweils dann natürlich 2,5% jetzt hier dann abschneiden. Verstehen Sie, was ich meine, ja? Also das, was Sie links abschneiden, ist dann genauso groß wie das, was Sie auf der rechten Seite dann abschneiden. Das sollten Sie jetzt hier dann nochmal nachvollziehen. Meine Damen und Herren, ist es klar? Ja? Also ich wusste jetzt nicht, welches Konfidenzniveau das hatte. Also das 95%, meine Damen und Herren, berechnet, also bezeichnet man als Konfidenzniveau. Ich wusste jetzt nicht, welches Konfidenzniveau das zentrale Schwankungsintervall hatte. Aber ich wusste, dass dann der Wertebereich von minus 1,96 bis plus 1,96 ein zentrales Schwankungsintervall der Standardnormalverteilung sein muss. Warum? Weil die Fläche der Dichte natürlich jetzt hier dann 1 ist und Sie haben dann auf der linken und auf der rechten Seite, also links von minus 1,96, ist die Fläche genauso groß wie rechts von plus 1,96 wegen der Symmetrie der Dichte zur Y-Achse, meine Damen und Herren. Das ist nämlich das, was wir hier dann sehen. Alles klar? Also Sie können ja im Prinzip jetzt hier dann durch diese Schnitte im Grunde genommen jede Fläche berechnen, die relevant sein würde, auch in der Klausur. Das sollten Sie jetzt hier nochmal dann einsehen. Und das ist das, was wir hier im Grunde genommen dann auch getan haben. Es gibt noch weitere Übungsaufgaben, meine Damen und Herren. Tun Sie sich da bitte aus, weil das müssen Sie können, wie gesagt, im Schlaf. Nur, dass Sie das nachvollziehen, die Normalverteilung ist höchst klausurrelevant. Also wenn es eine Verteilung gibt, wo Sie mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit darauf wetten können, dass sie drankommt, dann die hier. Ja, Normalverteilung geht nicht ohne, verstehen Sie? Ohne die Normalverteilung wäre die Statistik jetzt hier irgendwas mit, ja, keine Ahnung, ich schlag sie da nicht, aber nur, dass Sie das nachvollziehen. Meine Damen und Herren, als nächstes machen wir die Quantile der Standardnormalverteilung. Passen Sie auf, nur, dass Sie das nur mal sehen, was es war. Gesucht sei zum Beispiel jetzt ein Wert, wo dann die Verteilungs- oder wo beziehungsweise die Standardnormalverteilung mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,75 beispielsweise diesen Wert nicht überschreitet. Ja, das heißt, was auch immer das für ein Wert sein soll, die Standardnormalverteilung soll diesen Wert, meine Damen und Herren, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,75 nicht überschreiten können. Hier suchen Sie also nicht die Fläche, meine Damen und Herren, der Dichte von minus unendlich bis was weiß ich jetzt hier in dem Fall, dann irgendeinen Wert oder so, sondern hier ist die Fläche gegeben faktisch und Sie müssen jetzt hier dann bestimmen, welchen Wert Sie dafür in die Verteilungsfunktion einsetzen müssen, meine Damen und Herren. Also sprich, was muss ich in die Verteilungsfunktion einsetzen, damit 0,75 herauskommt? Ja, also wie gesagt vorhin,
hatten wir ausgerechnet, was für eine Fläche kommt heraus, wenn ich dann beispielsweise von jetzt im Prinzip dann die Fläche der Dichte berechne von minus unendlich bis plus 1,96. Und hier ist die Frage, was muss ich einsetzen, damit eine Fläche jetzt hier herauskommt von 0,75 und zwar immer beginnend bei minus unendlich. Warum? Weil der Wert der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung an der Stelle C nichts anderes ist als die Fläche der Dichte von minus unendlich bis zu diesem Wert C, meine Damen und Herren. Schauen Sie mich nicht so entsetzt an, ja, das ist jetzt nicht schwierig. Das heißt also, im Prinzip hier ist die Frage, wie weit muss ich gehen auf der X-Achse, damit eine Fläche herauskommt von 0,75. Meine Damen und Herren, hier ist die 0, nur dass Sie das nachvollziehen. Meine Frage wäre, befindet sich dieser Wert C zum Beispiel hier auf der rechten Seite, ja, nur dass Sie das nachvollziehen, oder befindet sich dieser Wert C, meine Damen und Herren, hier auf der linken Seite? Naja, damit eine Fläche von 0,75 entstehen kann, muss natürlich jetzt hier, Sie müssen ja weitergehen als 0, Sie müssen ja hierhin irgendwie, warum? Weil die Fläche der Dichte von minus unendlich beginnend bis zu diesem Wert C 0,75 sein muss. Das heißt also, diese Fläche hier muss ja 0,75 dann sein, damit eine Fläche herauskommen kann, die größer ist als 1,5, weil wenn Sie bis zu 0 gehen, dann ist die Fläche jetzt hier natürlich nur 0,5. Dann sollten Sie natürlich weitergehen, also weiter nach rechts. Das heißt, dieser Wert C wird sich dann jetzt hier auf der rechten Seite der Verteilung jetzt hier dann verstecken müssen. Das heißt also, ich suche, meine Damen und Herren, den Wert C, bei dem die Fläche der Dichte von minus unendlich bis zu diesem Wert 0,75 ist. Und ich frage Sie mal was, weil das ist ja nämlich der Wert, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% nicht überschritten wird. Wie nennt man jenen Wert einer Verteilung, wo dann die Verteilung im Prinzip oder 75% der Verteilung, meine Damen und Herren, nicht darüber liegt? Ja, also nochmal, wie nennt man den Wert einer Verteilung, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% nicht überschritten wird? Meine Damen und Herren, das ist das obere Quartil der Standardnormalverteilung. Ich suche das obere Quartil der Standardnormalverteilung. Ich habe Ihnen ja erzählt, das obere Quartil einer empirischen Verteilung ist der Median der oberen Hälfte. Das stimmt auch, aber wir haben hier keine Stichprobe, meine Damen und Herren. Wir müssen das aus der Dichtefunktion jetzt hier dann bestimmen. Ja? Also gesucht ist der Wert C, wo dann der Wert der Dichte oder beziehungsweise die Fläche der Dichte von minus unendlich bis diesem Wert jetzt hier dann 0,75 beträgt. Und das ist dann auch damit das obere Quartil der Verteilung. Das sehen Sie hier noch einmal. Aber ich bestimme jetzt zu diesem Wert und zwar, Sie bestimmen Sie das aus einer zweiten Tabelle. Das ist nicht die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung. Schauen Sie nochmal kurz in den Skript rein. Sondern die Tabelle heißt Quantile der Standardnormalverteilung oder manchmal heißt die Prozentpunkte der Standardnormalverteilung. Es gilt also beides. Das sind dasselbe, ja? Also wenn ich sage Prozentpunkte der Standardnormalverteilung oder Quantile der Standardnormalverteilung, das ist dasselbe. Sie sehen jetzt hier dann also den Wert gleich, und zwar wie? Gehen Sie bitte dafür in die Zeile 0,75 und in die Spalte 0,000. Warum? Weil 0,75 plus 0,000 0,75 ist. Gesucht ist also der Wert, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,75 von der Standardnormalverteilung nicht überschritten wird. Und das soll der Wert 0,6745 dann sein. Das heißt also, dieser Wert C, meine Damen und Herren, beträgt ungefähr 0,6745. Nochmal die Frage, wie nennt man den Wert, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% einer Verteilung nicht überschritten wird? Und der Wert, meine Damen und Herren, also der heißt, das sehen Sie ja hier auch nochmal, das ist ja hier, also im Grunde genommen der Wert C, ist dann der Wert, wo dann 75% der Realisation im Prinzip dann nicht darüber liegen. Und das ist dann mit per Definition das obere Quartil der Verteilung, meine Damen und Herren. Gesucht war also das obere Quartil der Standardnormalverteilung. Das obere Quartil der Standardnormalverteilung ist, meine Damen und Herren, offenkundig 0,6745. Denn das ist der Wert, der von der Verteilung mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% nicht überschritten wird. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist eigentlich total easy. Ja? Also im Prinzip könnte ich Sie dann auch fragen, was kommt heraus für die Fläche der Dichte von minus unendlich bis 0,6745? Oder ich frage Sie, was müssen Sie einsetzen in die Verteilungsfunktion, damit eine Fläche herauskommt von 0,75, meine Damen und Herren. Ja, die beiden
im Prinzip jetzt hier dann die beiden Fragen sind äquivalent. Ja? Also nur, dass Sie das nachvollziehen. Wenn Sie das eine kennen, kennen Sie das auch das andere. Meine Damen und Herren, hören Sie zu. Was ist dann das untere Quartil der Standardnormalverteilung, wenn das obere Quartil, meine Damen und Herren, 0,6745 war? Zunächst mal, was ist das untere Quartil einer Verteilung, einer beliebigen Verteilung per Definition? Das untere Quartil ist, meine Damen und Herren, der Wert, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,25 nicht überschritten wird. Verstehen Sie? Wenn das obere Quartil 0,6745 ist, was glauben Sie, weil das können Sie nämlich jetzt hier dann auch gleich besorgen, was das untere Quartil der Standardnormalverteilung sein müsste? Ich meine, ich habe das jetzt hier zumindest mal angedeutet. Das müsste der Wert sein, wo die Fläche der Dichte von minus unendlich bis zu diesem Wert, meine Damen und Herren, 0,25 annimmt. Ja? Also das ist sozusagen hier nachvollziehbar. Und das liegt auf der anderen Seite. Wenn Sie nämlich den Wert 0,6745 an der Y-Achse spiegeln, also sprich an der Null, wenn man so will, dann bekommen Sie jetzt hier dann sein negatives Pendant heraus. Das heißt also, das untere Quartil der Standardnormalverteilung ist dann der negative Wert des oberen Quartils. Und wenn Sie gefragt werden würden, warum das so ist, meine Damen und Herren, dann antworten Sie bitte Folgendes, weil die Dichtefunktion symmetrisch ist zur Y-Achse. Deswegen. Die kleine weiße Fläche hier oben, ja, also nur, dass wir uns da verstehen, ja, weil das sollten Sie hier auch nochmal danach vollziehen. Also die weiße Fläche, Augenblick, ich versuche die jetzt hier mal auszumalen, aber ich kann das jetzt hier nicht, also ich mache die jetzt hier mal gelb hier. Diese kleine gelbe Fläche hier, hier auf der rechten Seite, ist natürlich genauso groß wie die kleine rote Fläche hier auf der linken, ja, also ich rede hier von der. Ja, die ist jetzt hier dann 0,25, die hier ist dann 0,75. Und die kleine gelbe Fläche hier auf der rechten Seite ist dann 0,25 auch. Weil die Fläche hier, die gelbe Fläche auf der rechten Seite genauso groß ist wie die kleine rote Fläche unten links, weil die Dichtefunktion symmetrisch ist zur Y-Achse, meine Damen und Herren. Also wer das obere Quartil der Standardnormalverteilung bestimmt hat, der bestimmt dann auch das untere Quartil der Standardnormalverteilung mit. Ja, das sehen Sie ja hier. Ja, das sollten Sie hier mal nachvollziehen. Auch das kann man verallgemeinern, das werde ich auch tun, aber das sehen Sie auch nochmal später gleich. Meine Damen und Herren, ich frage Sie mal was. Das obere Quartil ist der Wert, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% nicht unterschritten wird. Das untere Quartil ist der Wert, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% nicht überschritten wird. Und der Median soll der Wert sein, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% nicht überschritten werden würde. Was ist der Median der Standardnormalverteilung? Meine Damen und Herren, der Median der Standardnormalverteilung ist 0. Wenn Sie nämlich den Wert 0 in die Verteilungsfunktion einsetzen, das sehen Sie ja hier dann auch noch, wenn Sie den Wert 0 in die Verteilungsfunktion einsetzen, dann kommt die Fläche der Dichte heraus, den jetzt im Endeffekt die Dichte annimmt, von minus unendlich bis 0. Das ist also, meine Damen und Herren, 0,5. Verstehen Sie? Ja? Das heißt also, die Hälfte der Verteilung wird von der Null nicht überschritten, ja, wenn man so will. Ja, also, oder doch, ne, das sieht man ja hier eigentlich auch schon. Ja. Alles klar? Ja, also die Hälfte der Verteilung überschreitet den Wert Null nicht. Ja, sowas, richtig. Alles klar? Damit ist der Wert Null der Median der Standardnormalverteilung. Das ist ja hier nochmal, auch nochmal thematisiert worden. Also nochmal, der Median der Standardnormalverteilung ist Null. Sie können das im Prinzip jetzt hier danach nachschauen. Für den Median schreibe ich Z0,5. Sie wissen ja warum, weil das der Wert sein soll, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 nicht überschritten wird. War das der von letzter Woche oder? Ja. Kennen Sie den? Ist es einfach so ein random Typ, der jetzt irgendwie in die Vorlesung kommt und irgendwas reinbrüllt oder, ja. Ich meine, es reicht ja schon, wenn ich ja schreie, aber muss jetzt auch nochmal nicht jemand gehen. Ich frage, wissen Sie, was das für einen Sinn hatte vorhin? Also was war der Sinn so? Ist es, weil jetzt die Vorlesung nicht gefallen hat oder? Ja. Also hören Sie zu, ich weiß, dass es Leute gibt, die Probleme haben, aber wenn Sie sich nicht wohlfühlen, ja, und kurz bevor dabei sind, ja, sich zu verabschieden, dann können Sie mir noch mal eine E-Mail schreiben, ja. Ich werde versuchen, Sie davon abzuhalten, ja, aber
Wie gesagt, ich weiß nicht, was der was für Probleme diese Zeitgenosse hatte, aber wenn Sie ihn dann sehen, dann können Sie ihn darauf ansprechen vielleicht. Ja, alles klar? Also ich muss Ihnen ehrlicherweise sagen, ich check's nicht. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen baff, das kommt selten vor, aber wahrscheinlich mache ich mir zu viele Gedanken, ja? Kann auch sein. Ja? Also nochmal, wenn Sie Probleme haben, ja? Gibt es ja immer Leute, es ist noch nicht das Ende. Ja? Okay, gut. Nochmal, jetzt wo finde ich diesen Wert, meine Damen und Herren, also sehen Sie auch nochmal gleich, und zwar, wenn Sie 0 in die Verteilungsfunktion einsetzen, da kommt dann 0,5 heraus, da können Sie sich jetzt hier nochmal bestätigen lassen. Sieht man auch schon, damit also im Prinzip eine Fläche von 0,5 entsteht, müssen Sie dafür 0 in die Verteilungsfunktion eingesetzt haben. Damit ist dann auch der Median der Standardnormalverteilung 0. Warum? Weil dieser Wert, meine Damen und Herren, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% nicht überschritten wird. Der Wert, der von der Verteilung mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% nicht überschritten wird, ist dann automatisch der Median der Verteilung. Wir reden jetzt hier dann von theoretischen Verteilungen. Bei Stichproben war das ein bisschen anders. Bei Stichproben war das der Wert, der in der Mitte steht, wenn man sozusagen die Werte dann ordnet, das ist mir ja schon klar. Aber der Wert, der in der Mitte steht, ist dann auch der Wert, der von der Verteilung mit einem Anteil von 50% dann nicht überschritten werden würde. Sie müssen also im Prinzip die relative Häufigkeit dann durch die Wahrscheinlichkeit ersetzen. Nachvollziehbar? Also 50% der Verteilung ist nicht größer als 0. Damit ist dann der Median der Verteilung 0. Nachvollziehbar? Bei empirischen Verteilungen war das der Wert, der in der Mitte steht, wenn man die Werte dann ordnet. Wenn es dann eine gerade Anzahl von Beobachtungen gab, dann waren das 2, also dann nehmen Sie den Mittelwert daraus, ist aber egal. Ja, also das ist ja im Prinzip dasselbe. Der Wert, der in der Mitte steht, ist auch der Wert, der von der Hälfte der Verteilung nicht überschritten wird. Das ist ja hier dasselbe. Nur wir beschreiben jetzt hier dann die Verteilung mit einer Dichte. Das ist sozusagen der einzige Unterschied. Das müssen wir dann tun. Ja. Sie können auch im Prinzip in der anderen Tabelle das dann bestimmen, also wenn Sie dann den Median explizit dann suchen, und zwar die Tabelle heißt Quantile der Standardnormalverteilung, das sehen Sie auch nochmal, 0,5, meine Damen und Herren, ist dann hier, das sieht man ja eigentlich auch schon, also sprich, sieht man ja hier dann schon, damit eine Fläche von 0,5 herauskommen kann, müssen Sie in die Verteilungsfunktion 0 einsetzen. Ist ja dasselbe, ne? Nachvollziehbar? Die beiden Tabellen sind also die zwei Seiten derselben Medaille. Verstehen Sie, was ich meine? Wenn Sie wissen, was dann herauskommt, wenn Sie etwas einsetzen, dann weiß man auch auf der anderen Seite, was Sie einsetzen müssen, damit dann auch etwas herauskommen kann. Macht Sinn. Ja? Macht Sinn. Alles klar? Also hier, wie gesagt, bei der Tabelle fragen Sie sich, was kommt heraus, wenn Sie 0 in die Verteilungsfunktion einsetzen, da kommt dann 0,5 heraus. Und bei der Tabelle fragen Sie sich, was müssen Sie einsetzen, damit 0,5 herauskommen kann? 0. That's it. Ja? Zwei Seiten derselben Medaille, können Sie das nachvollziehen? Schmeißen Sie aber die zweite Tabelle trotzdem nicht weg. Ja? Also lieber, wenn man das jetzt hier auch hat. Aber könnten Sie... eigentlich, ja, wäre jetzt hier kein großer Verlust sozusagen. Jetzt passen Sie auf, ich werde das versuchen zu verallgemeinern. Der Median soll jener Wert sein, der von der Hälfte der Realisation nicht überschritten wird. Damit heißt er auch 50% Quantil der Verteilung. Das obere Quartil, wie Sie wissen, ist jener Wert, der von den Realisationen mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% nicht überschritten wird. Dann heißt er auch 75% Quantil, meine Damen und Herren. Und das untere Quartil ist der Wert, der von den Realisationen mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% nicht überschritten wird. Der heißt dann auch das 25% Quantil der Verteilung. Also wenn ich Sie zum Beispiel dann bitte, das 50% Quantil der Verteilung zu bestimmen, dann bitte ich Sie im Prinzip dann, den Median dieser Verteilung zu bestimmen. Und der Median ist nochmal der Wert, der von der Hälfte der Verteilung nicht überschritten wird. Das obere Quartil ist der Wert, der von 75% der Verteilung nicht überschritten wird. Und das untere Quartil der Wert, der von 25% nicht überschritten wird. Diesen Aspekt kann man auch verallgemeinern. Passen Sie auf. Was wäre dann demnach das 97,5% Quantil einer Verteilung? Das ist der Wert, der von 97,5% der Verteilung nicht überschritten wird. Das 97,5% Quantil der Standardnormalverteilung, wenn Sie den bestimmen, wir hatten den schon. Was war das nochmal?
wenn Sie sich erinnern. Also gefühlt dreimal habe ich das schon bestimmt. Heute alleine. Das ist der Wert, wo die Fläche der Dichte von minus unendlich bis zu diesem Wert, meine Damen und Herren, den Wert 0,975 annimmt. Und das war 1,96 gewesen. Erinnern Sie sich? Wo ich dann in die Verteilungsfunktion der Standardnummerverteilung den Wert 1,96 eingesetzt hatte, kam ungefähr heraus 0,975. Also damit ist dann der Wert 1,96 das 0,975 Quantil der Standardnummerverteilung. Das sehen Sie auch nochmal. Ja? Ich, wie gesagt, haben wir schon berechnet, aber ich werde es hier trotzdem nochmal machen. Also mal angenommen, ich wüsste das nicht. Dann schaue ich nach in der Tabelle, die heißt Quantile der Standardnummerverteilung. Und zwar dort, wo dann in der Zeile 0,97 steht und in der Spalte dann 0,005. Warum? Weil 0,97 plus 0,005 0,975 ist. Ich suche also jenen Wert, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5% nicht überschritten werden würde von der Standardnummerverteilung. Und dieser Wert, meine Damen und Herren, ist 1,96. Ich hatte das schon mal auch bestimmt. Ja, das heißt also, das 97,5% Quantil der Standardnummerverteilung, meine Damen und Herren, ist 1,96. Warum? Weil die Verteilungsfunktion an der Stelle 1,96 den Wert 0,975 annimmt. Per Definition, verstehen Sie es? Also dort, wo die Verteilungsfunktion den Wert 0,975 annimmt, dort befindet sich das 0,975 Quantil der Verteilung. Kapisch? Ja, das ist nicht schwer. Dort, wo die Verteilungsfunktion den Wert 0,5 annimmt, befindet sich der Median der Verteilung. Big deal, ja? Okay, also, meine Damen und Herren, ja, gut, macht nichts. Also, wie gesagt, ich werde es jetzt hier nochmal auch zeigen. Wenn Sie 1,96 in die Verteilungsfunktion einsetzen, meine Damen und Herren, da kommt 0,975 heraus. Zwei Seiten derselben Medaille. Wenn Sie 1,96 einsetzen in die Verteilungsfunktion, kommt 0,975 heraus. Und damit 0,975 herauskommen kann, müssen Sie 1,96 einsetzen. Okay, ja. Ja. Gut, die Verteilungsfunktion ist streng monoton steigend, das liegt natürlich daran, aber gut, das lasse ich jetzt hier mal außen vor. Ja. Deswegen also letztem Endeffekt dann auch eine bijektive Abbildung, das müssen Sie jetzt hier nicht wissen. Nachvollziehbar? 1,96 war das 0,975 Quantil. Warum? Weil der Verteilungsfunktion an dieser Stelle jetzt dann den Wert 0,975 annimmt. Alles klar? Also der Wert, wo die Verteilungsfunktion 0,975 ist, ist dann auch das 0,975 Quantil der Verteilung. Das kann man hier auch nochmal dann sehen. Verstehen Sie es? Ja? Also wie gesagt, hier, dieser Wert war 1,96. Nachvollziehbar? Aber das nur am Rande. Also kann ich dann, wie gesagt, das wie folgt verallgemeinern. Wenn ich das P-Quantil der Verteilungsfunktion, also der Verteilung suche, egal welche stetigen Verteilung mit Dichte, dann ist es nichts anderes als... Also sollte er nochmal kommen, laufe ich ihm hinterher. Und dann werde ich mittelalterlich. Also ich meine, wenn Sie Probleme haben, ist kein Problem, aber ich kann darauf Rücksicht nehmen, aber wenn Sie meine Vorlesung sabotieren, dann werde ich mittelalterlich. Und zwar so wie bei Pulp Fiction, verstehen Sie, was ich meine? In der Schlussszene. Okay, nicht ganz, aber sowas in der Art. Haben Sie Pulp Fiction gesehen? Nein? Besser so. Sie sind dafür noch zu jung. Okay. Alles klar, meine Damen und Herren. Wie gesagt, ich weise Sie nochmal drauf hin. Letzte Warnung, ja. Okay. Also nochmal, meine Damen und Herren, das P-Quantil eine Verteilung ist der Wert, der eingesetzt in die Verteilungsfunktion den Wert P ergibt. Warum?
weil ein Anteil von P mal 100% der Verteilung jetzt hier diesen Wert nicht überschreitet. Das ist sozusagen der Grund. Das sehen Sie hier auch nochmal. Ja? Das obere Quartil war 0,6745 und das untere Quartil war minus 0,6745. Hatten wir ausgerechnet. Da gibt es jetzt hier also den folgenden Zusammenhang. Damit ist dann nämlich das untere Quartil, also Z0,25, genauso groß wie der negative Wert des oberen Quartils. Warum ist das so? Weil die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung symmetrisch zur Y-Achse ist. Der Wert, der von 75% der Verteilung nicht überschritten wird, ist natürlich jetzt der negative Wert dessen, der von 25% der Verteilung nicht überschritten wird. Läutet, glaube ich, auch rein. Ja? Und das können Sie dann verallgemeinern. Und ich sage Ihnen wie, passen Sie auf. Das P-Quantil der Standardnormalverteilung ist dann damit genauso groß wie der negative Wert des 1 minus P-Quantils dessen. Weil das P-Quantil der Standardnormalverteilung, also sprich der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle P, P ergibt, offenkundig, und der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle Z1 minus P, das heißt also an dem 1 minus P-Quantil natürlich 1 minus P ergibt. Also der negative Wert des 1 minus P-Quantils ist dann natürlich, meine Damen und Herren, nichts anderes als das P-Quantil der Verteilung. Und warum ist das so? Weil die Dichtefunktion symmetrisch zur Y-Achse ist. Ich zeige Ihnen das hier nochmal, also damit Sie sich das nicht nochmal darüber bewusst sind. Wie gesagt, ich habe das jetzt hier nochmal dann zusammengefasst. Die Formel finden Sie dann auch im Skript. Und warum ist das so? Ja, wegen der Symmetrie der Dichte, offenkundig. Also wenn Sie beispielsweise, gucken Sie mal, das obere Quartil der Standardnormalverteilung bestimmen, also sprich jenen Wert, der von 75% der Verteilung dann nicht überschritten werden würde, was dann 0,6745 war ungefähr, dann bestimmen Sie damit auch das untere Quartil der Verteilung dann mit. Denn jener Wert, der von 25% der Verteilung nicht überschritten wird, ist dann offenkundig wegen der Symmetrie der Dichte nichts anderes als der negative Wert jenen Wertes, der von 75% der Verteilung nicht überschritten werden würde. Das sehen Sie ja hier nochmal. Also sprich, minus 0,6745. Sehen Sie dann nochmal die Konsistenz? Vorhin hatten wir das 97,5% Quantil der Verteilung bestimmt, das war 1,96. Und damit haben wir dann auch das 2,5% Quantil der Verteilung jetzt hier dann mitbestimmt. Das war dann nämlich minus 1,96. Das werde ich hier auch nochmal dann zeigen. Also mit der Formel, wenn Sie das 97,5% Quantil bestimmt haben, was jener Wert war, der von 97,5% der Verteilung nicht überschritten wird, nochmal, das war ungefähr 1,96, das sind gerundete Werte meistens, dann ist natürlich jetzt das 2,5% Quantil der Verteilung nichts anderes als der negative Wert des 97,5% Quantils. Warum? Weil die Dichtefunktion symmetrisch zur Y-Achse ist. Können Sie dann überprüfen. Wer das obere Quartil der Standardnormalverteilung bestimmt, bestimmt dann auch damit indirekt das untere Quartil mit. Sie müssen nur das obere Quartil mit minus 1 mal nehmen. Wenn Sie das 97,5% Quantil der Standardnormalverteilung bestimmen, müssen Sie dann einfach den Wert mit minus 1 mal nehmen, dann haben Sie das 2,5% Quantil mitbestimmt. Ganz einfach. Ich hoffe, dass Sie das nachvollziehen. Ja? Meine Damen und Herren, ich bestimme jetzt zunächst mal den Erwartungswert und die Varianz der Standardnormalverteilung. Den Erwartungswert, das hatten wir schon, einer stetigen Verteilung mit Dichte berechne ich über das Integral von x mal die Dichte. Sollten Sie jetzt hier mal nachvollziehen, das ist eine kleine Wiederholung davon. Also nur, dass Sie verstehen, was ich dann tun werde. Und die Varianz, meine Damen und Herren, ist der Erwartungswert des Quadrats minus Quadrat des Erwartungswertes. Hier sehen Sie nochmal auch eine andere Formel, aber ich mache das jetzt hier über den Verschiebungssatz. Sorry. Also hier, nicht, dass es jetzt hier ein Abschluss ist. Also mit der Formel mache ich es dann. Denn die Varianz, meine Damen und Herren, ist nichts anderes als der Erwartungswert der quadrierten Abweichung der Realisation von dem Erwartungswert der Zufallszahl. Das kann man ja auch zeigen. Aber Erwartungswert des Quadrats minus Quadrat des Erwartungswertes gibt es jetzt hier nämlich dasselbe. Die zweite Formel, also mit dem Verschiebungssatz, ist es ein bisschen einfacher. Deswegen habe ich mich entschieden, dann die Varianz damit zu berechnen. Aber Sie hätten es auch mit dem ersten dann machen können. Ist aber eigentlich egal, weil der Erwartungswert dann 0 sein wird. Passen Sie auf. Damit man das hier für die Standardnormalverteilung anwenden kann, bedarf es jetzt hier ein paar Tricks. Ja, also so weit würde ich beim Integrieren dann nicht gehen, aber Sie sollten sich das mal vielleicht mal anschauen, also damit Sie sehen, wie das dann funktioniert. Ja, also nochmal den Verschiebungssatz kennen Sie ja schon. Ich habe Ihnen jetzt nur mal gezeigt, wie man das machen würde. Nochmal, die Dichtefunktion sah so aus, das war ziemlich hässlich, aber 1 geteilt durch Wurzel aus 2 mal Pi mal E hoch minus 1/2 Z zum Quadrat oder X zum Quadrat, wenn ich jetzt hier das dann quasi den Integrator oder X nennen werde, ist ja die Dichte der Standardnormalverteilung. Ich kann es ja nicht aussuchen.
Der Erwartungswert ist dann damit nichts anderes als x mal die Dichte. Ja, das ist ja sozusagen die Formel, mit der ich das jetzt hier bestimmen kann. Die Dichtefunktion heißt jetzt hier klein 4, aber das mag nicht, es ist mir egal, wie es heißt. Ich muss sie einfach nur mit x mal nehmen und bezüglich x ist dann diesen Ausdruck dann integrieren. Das habe ich jetzt hier dann getan. Gucken Sie mal, x mal die Dichte, also die Dichte steht ja oben. Ich setze ja hier einfach nur die Dichte dann ein. Und dann wird integriert, passen Sie auf. Das ist jetzt hier ein bisschen advanced, sage ich mal. Ja, also da müssen Sie ein bisschen in die Trickkiste greifen, aber ich zeige Ihnen, wie das geht. Passen Sie auf. Zunächst mal können Sie ja die Konstante herausziehen, denn im Prinzip, also ein Integral ist natürlich ein linearer Operator, nicht wahr? Also wenn Sie zum Beispiel ein Integral mit zwei multiplizieren, dann ist es genauso groß wie das Integral von zweimal dieselbe Funktion. Das können Sie auch mit der Konstante jetzt hier dann durchspielen. Also die Konstante mal das, was jetzt hier dann übrig bleibt. Und jetzt passen Sie auf, das, was übrig bliebe, ist ja x mal e hoch minus 1/2 x Quadrat. Und man kennt die Stammfunktion ja schon, also wenn Sie das nochmal, vielleicht ist jetzt im Hinterher nochmal nachvollziehen würden, Sie müssen ja nicht drauf kommen, also Ihr Klausur wird nicht sein Integralrechnung, Ihr Klausur ist dann aus dem Bereich Statistik, aber wenn ich dann sozusagen x mal e hoch minus x zum Quadrat Sie das integrieren lassen würde, würde ich Ihnen dafür die Stammfunktion dann geben, ja, damit Sie sich jetzt hier nochmal nicht, ja, überrumpelt fühlen. Die Stammfunktion dafür ist dann x mal e hoch minus 1/2 x zum Quadrat. Ja, also nur, dass Sie das nochmal sehen. Ja, also davon, das ist nicht die Stammfunktion, davon suche ich ja die Stammfunktion. Davon wäre die Stammfunktion, das sehen Sie hier auch nochmal, minus e hoch minus 1/2 x zum Quadrat. Warum? Wenn Sie das mit der Kettenregel ableiten, dann kommen Sie drauf. Also das ist meine Antwort. Wenn Sie nämlich die innere Ableitung von minus e hoch minus 1/2 x zum Quadrat berechnen, das ist dann minus 2x. Und wenn Sie dann minus 2x mit diesem Ausdruck dann multiplizieren, dann bekommen Sie jetzt nämlich dann genau diesen Ausdruck heraus. Ja? Sie hätten ja hier sozusagen das nochmal dann auch, minus 1/2 mal 2x sind ja minus x. Minus x mal dieser Ausdruck ergibt natürlich jetzt hier dann die Ableitung hier dann oben. Ja, also das ist dann die Stammfunktion. Wie gesagt, ich würde Ihnen das geben. Und dann müssen Sie ja im Prinzip mit dieser Stammfunktion dann arbeiten. Das werde ich jetzt hier auch tun. Das ist jetzt nicht allzu schwierig, auch wenn das so aussieht. Ich schreibe mal diesen Ausdruck dann um. E hoch minus 1/2 x zum Quadrat ist dann 1 geteilt durch e hoch 1/2 x Quadrat. Das sollten Sie jetzt hier nochmal dann auch nachvollziehen. Ja, mit diesem Ausdruck kann ich nämlich den Grenzwert jetzt hier leicht berechnen. Wenn Sie hier in diesem Ausdruck, ja, meine Damen und Herren, faktisch plus unendlich einsetzen würden, bekommen Sie für den gesamten Ausdruck 0 heraus. Wenn nämlich dann der Nenner unendlich groß wird und der Zähler immer gleich bleibt, dann kommt dann nachher offensichtlich dann 0 heraus. Und wenn Sie das bei minus unendlich dann tun, dasselbe, weil minus unendlich zum Quadrat wäre faktisch jetzt hier dann plus unendlich. Das heißt, Sie hätten jetzt hier dann einen Nenner, der unendlich groß ist, wo dann der Zähler gleich bleibt, dann kommt dann auch 0 heraus. Das heißt also, wenn Sie das jetzt hier nochmal sich dann anschauen, da kommt tatsächlich 0 heraus. Ja, das heißt also, der Erwartungswert der Standardnormalverteilung, meine Damen und Herren, ist 0. Das ist sozusagen in Anführungszeichen der Beweis dafür, dass das so sein muss. Nachvollziehbar? Ja gut, aber das wussten Sie ja vielleicht bereits schon. Und zwar, woher wusste man das? Naja, das wusste man aus der Dichtefunktion, ja, wenn Sie sich das nochmal anschauen. Wenn die Dichtefunktion symmetrisch ist, ja, vielleicht erinnern Sie sich nochmal an die Schiefe, wenn eine Dichte symmetrisch ist, dann ist der Median der Verteilung immer genauso groß wie der Erwartungswert dessen. Denn der Wert, der sozusagen im Prinzip jetzt hier dann in der Mitte stehen würde, also sprich der Wert, der von 50% der Verteilung nicht überschritten wird, ist dann, weil die Verteilung symmetrisch ist, dann auch genauso groß wie der Erwartungswert. Das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues. Alles klar, das heißt, das hätte man sich eigentlich sparen können. Man hätte hier nämlich auch schon sehen können, was der Erwartungswert der Verteilung ist aus der Symmetrie, weil die ist dann nämlich genauso groß wie der Median. Den Median habe ich ja schon mal bestimmt gehabt, aber das ist sehr egal. Nachvollziehbar? Also die Rechnung hätte ich mir sparen können, aber ich habe sie trotzdem gegeben. So, und was ist die Varianz? Also die Varianz, leider Gottes, kann ich die jetzt hier aus der Dichte nicht erkennen. Die werde ich jetzt hier auch nochmal berechnen müssen. Das werde ich jetzt hier auch tun. Also Erwartungswert war 0 und die Varianz, wie berechne ich die? Die Varianz ist der Erwartungswert des Quadrats minus Quadrat des Erwartungswertes. Das Erwartungswert des Quadrats ist dann, meine Damen und Herren, x Quadrat mal die Dichte. Ja, das ist ja sozusagen aus dem Transformationssatz. Der Erwartungswert war 0, 0 zum Quadrat ist dann 0. Also das kann ich ja hier nochmal später auch nochmal vergessen. Aber ich setze das jetzt hier nochmal ein. Ja, also das ist sozusagen die Ausgangssituation. Wie gesagt, das müssen Sie nicht hinkriegen. Hier ist die Berechnung des Integrals noch ein bisschen schwieriger, macht aber nichts. Also da brauchen wir zum Beispiel die sogenannte partielle Integration. Ja, da können Sie das sogenannte, ja, hier das auch nochmal dann damit dann durchführen. Also wenn Sie das brauchen, würde ich Ihnen das in der Klausur geben. Ja, also nur das und dann auch die Wahl nochmal vorgeben. Bevor ich das mir dann antue, x Quadrat ist ja x mal x und den Rest schreibe ich einfach mal ab. Und
Schauen wir noch mal kurz die Regel von der partiellen Integration dann an. Die partielle Integration ist ja die Umkehrung der Produktregel aus der Differentialrechnung, wenn man so will. Ja, das ist nur eine kleine Umstellung. Ich muss also U' und V' im Endeffekt dann wählen. Und zwar geschickterweise so, dass das Integral am Ende, meine Damen und Herren, dieses Integral hier am Ende möglichst einfach wird. Ja gut, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Also wenn Sie das bei der ersten verkacken, dann nehmen Sie halt die zweite und dann merken Sie ja sozusagen, ob Sie dann vorankommen oder nicht. Das werden Sie dann auch. Also wie gesagt, big deal. Mit ein bisschen Erfahrung kann man das hier immer schon mal nachvollziehen. Also passen Sie auf, ich wähle so, dass x mal die Dichte U' ist, weil davon kann ich ja nämlich jetzt hier auch schon die Stammfunktion berechnen, hatte ich auch schon vorhin gehabt. Und das andere ist dann V. Also V mal U' ist ja sozusagen das hier. Und da muss ich ja hier dann sozusagen dann nur U und V bestimmen. Also U mal V wäre jetzt in dem Fall, dann ziehen Sie jetzt hier nochmal, dann sehen V mal U ist ja dasselbe. X ist ja V, das ist ja gleich geblieben. Und die Stammfunktion von X mal E hoch minus 1/2 X zum Quadrat ist ja mit der Konstante natürlich dann das hier. Das hatten wir auch schon. Den hatten wir ja schon aus dem Erwartungswert. Und dann kommt minus das Integral jetzt hierfür, und zwar von U mal V'. U hatte ich ja schon, also das ist dann das hier, das schreibe ich einfach nur ab, und V' ist, meine Damen und Herren, einfach nur 1. Warum ist V' 1? Ja, wenn Sie dann V, was ja X war, nach X ableiten, da kommt 1 raus. Also habe ich mir sozusagen das jetzt hier dann zurecht gebastelt, verstehen Sie? Da merken Sie, okay, das sieht immer noch scheiße aus, macht nichts. Also damit kann ich ja schon mal ein bisschen was anfangen. Keine Sorge, ja, also wie gesagt, ich helfe Ihnen jetzt hier so ein bisschen unter die Arme. Sie müssen das nicht machen in der Klausur, ja, keine Angst, weil ich zeige Ihnen sozusagen einen Kampf, ja, also Sie schauen sich einen Boxkampf im Fernsehen an und dann gehen Sie nachher ins Studio und versuchen, das dann nachzumachen, ja. Natürlich müssen Sie jetzt nicht gegen Tyson Fury kämpfen in der Klausur, aber es hilft, wenn man sozusagen sich mal einen Kampf von Tyson Fury dann anschaut, verstehen Sie? Ja, also machen Sie sich bitte nicht in die Hosen. Sie sind im ersten Semester. Nochmal, wenn ich Sie rasieren wollte, könnte ich das tun. Schauen Sie sich meine Altklausuren an und fragen Sie sich selbst, ob das wirklich so schwierig ist, wie das dann im Endeffekt dann nach außen erscheint. Und dann setzt Sie die Antwort, nein, es gibt immer leichte Aufgaben. Verstehen Sie? Ganz sicher. Gut, meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen, wie man da sozusagen das auseinander nimmt. Aber so, das werde ich ja hier nochmal dann tun. Erstmal ziehe ich die Konstante raus, das können Sie ja machen. Dann schreibe ich das ein bisschen kompakter hin und gucken Sie mal, was ich damit jetzt hier dann tue, weil das war die Varianz gewesen, was ist ja das? Ja gut, also davon kann ich den Grenzwert berechnen. E hoch minus 1/2 x zum Quadrat, hatte ich ja schon gemacht, da kommt 0 raus, hatten wir schon. Ja, also gut, ich meine, ich kann es ja hier zunächst mal auch so mir betrachten, aber das hier, das andere, gut, Minus zu Minus gibt ja Plus. Und dann haben Sie Plus das Integral und was sehen Sie hier im Integral? Passen Sie auf, das sollte Ihnen bekannt vorkommen. Das sollte Ihnen bekannt vorkommen. Was ist das? 1 geteilt durch Wurzel aus 2 mal Pi mal E hoch minus 1/2 x zum Quadrat ist die Dichte der Standardnormalverteilung. Wie groß ist die Fläche der Dichte der Standardnormalverteilung im gesamten Definitionsbereich, also von minus unendlich bis plus unendlich? Meine Damen und Herren, die Fläche der Dichte der Standardnormalverteilung von minus unendlich bis plus unendlich ist 1. Dieses Integral, meine Damen und Herren, ist 1. Sonst wäre es ja keine Dichte. Verstehen Sie? Und das vereinfacht natürlich einiges. Nur, dass wir uns da verstehen, ja, also das ist sozusagen dann auch der Punkt, den man jetzt hier dann hat, ja, weil man das ja hier sozusagen dann nochmal betrachten würde. Diesen Ausdruck kann ich ja hier sozusagen auseinandernehmen, ja, da kommt 0 raus und bei diesem Ausdruck kommt 1 raus. Und dann haben Sie jetzt hier natürlich dann die Varianz gleich 1. Das heißt also, die Varianz der Standardnormalverteilung ist, meine Damen und Herren, gleich 1. Big deal, ja. Das ist sozusagen das, was wir hier berechnet hatten. Also ich habe Ihnen gezeigt, dass der Erwartungswert 0 war und ich habe Ihnen gezeigt, dass die Varianz der Verteilung 1 ist. Das müssen Sie natürlich nicht wiederholen können. Das Einzige, was ich jetzt hier brauche, ist ein bisschen Integralrechnung. Ein bisschen. Nicht viel. Ein bisschen. Okay, keine Angst. Machen Sie sich bitte nicht in die Hose. Sollte es Probleme geben bei Integralen, werde ich Ihnen die Stammfunktion geben. Sie müssen das also nicht machen. Ihre Klausur heißt nicht Integralrechnung, Ihre Klausur heißt Grundlagen der Statistik, also das sind Grundlagen der Grundlagen der Grundlagen. Naja, Sie sind im ersten Semester, mein Gott. Alright? Aber ein bisschen Integralrechnung schadet nicht. Gut, also machen Sie sich bitte jetzt hier nicht in die Hosen.
Man nennt deswegen die Standardnummerverteilung deswegen so, weil die Standardnummerverteilung einen Erwartungswert von 0 und eine Varianz von 1 hat. Das ist die Deklaration dafür. Die Standardnummerverteilung hat eigentlich im Prinzip keine Parameter, aber die Normalverteilung hat ja zwei Parameter, nämlich dann Erwartungswert und Varianz. Und damit ist, passen Sie auf, eine Verteilung, die ja im Prinzip einen Erwartungswert von 0 und eine Varianz hat, immer eine Standardverteilung, wenn man so will. Wenn es die Normalverteilung sein soll, dann ist ja sozusagen das, was man dazu hat. Ja? So, jetzt passen Sie auf. In der Anwendung ist es so, dass die Normalverteilung nicht immer standardisiert ist. Also sprich, nicht immer einen Erwartungswert von 0 und nicht immer eine Varianz von 1 hat. Im Allgemeinfall. Das ist ja nur ein Spezialfall, wenn man es so will. Also müssen Sie, damit man hier damit dann umgehen kann, müssen Sie gegebenenfalls eine Verteilung standardisieren können. Und ich werde Ihnen das nochmal zeigen, wie das geht. Das ist nämlich das Nächste. Passen Sie auf. Dafür brauchen wir nur den Erwartungswert und die Varianz von Lineartransformationen. Aber passen Sie auf. Wenn der Erwartungswert mu ist, und die Varianz einer Verteilung Sigma Quadrat ist, meine Damen und Herren, gilt unabhängig, ob das normal verteilt ist oder nicht. Dann nennt man die Lineartransformation, die Sie jetzt hier gerade erzeugen, hatte ich ja ein bisschen in den Challenges, meine Damen und Herren. Augenblick. Darf ich? Meine Damen und Herren, ich bitte Sie. Also, dann nennt man die im Prinzip die Lineartransformation, die Sie jetzt hier erzeugen, indem Sie jetzt hier von der Zufallszahl den Erwartungswert abziehen und die Standardabweichung jetzt hier damit dann teilen. Nennt man die Standardisierung der Zufallszahl. Die Standardisierung einer Zufallszahl, das muss jetzt nicht unbedingt normal verteilt sein, ist eine Zufallszahl, die dann den Erwartungswert von 0 und eine Varianz von 1 haben wird. Das heißt also, ich werde Ihnen dann zeigen später, dass der Erwartungswert der standardisierten Verteilung immer 0 ist. Und die Varianz der standardisierten Verteilung immer 1 ist, unabhängig davon, welche Verteilung das dann sein wird. Das sind die Grundlagen im Prinzip der Standardisierung. Werde ich jetzt hier nochmal zeigen, wie. Passen Sie auf, also nochmal, um das jetzt hier nochmal dann klarzumachen. Warum ist es eine Lineartransformation erstmal? Also warum ist die Standardisierung eine Lineartransformation? Naja, deswegen, Sie könnten das jetzt hier nämlich auseinanderziehen. X geteilt durch Sigma minus μ geteilt durch Sigma ergibt natürlich, wenn Sie das jetzt hier dann zurückgehen wollen, x minus μ geteilt durch Sigma. Und dann können Sie ja im Prinzip das nach vorne stellen, das habe ich hier getan, und den anderen so schreiben, dass man jetzt hier den multiplikativen Ausdruck jetzt hier damit dann sehen würde. Sie merken ja hier, das hier hat die Gestalt a plus b mal x. Damit ist die Standardisierung automatisch eine Lineartransformation, und zwar eine ganz besondere, eine Zufallszahl. Das ist dann nämlich die gleiche Struktur. Dann kann ich ja sozusagen dann auch damit den Erwartungswert und die Varianz der Standardisierung bestimmen. Dafür müssen Sie nur wissen, wie man den Erwartungswert und Varianz einer Lineartransformation ausrechnet. Das hatte ich schon mal gesagt. Der Erwartungswert einer Lineartransformation ist die Lineartransformation des Erwartungswerts. Punkt 1, werde ich ja gleich schon mal einblenden. Aber die Varianz einer Lineartransformation nicht. Denn die Varianz einer Lineartransformation hängt beispielsweise nicht von der additiven Konstante ab. Warum hängt die Varianz der Lineartransformation nicht von der additiven Konstante ab? Naja, Sie müssen ja nachvollziehen, was die Varianz überhaupt ist. Die Varianz misst Abweichungen der Realisation zum Erwartungswert der Zufallszahl. Wenn sich jede Realisation um den Wert a erhöht, erhöht sich auch der Durchschnitt, also sprich der Erwartungswert um a. Wenn jeder sozusagen zum Beispiel sein Einkommen um 1000 Euro steigert, erhöht sich auch das Durchschnittseinkommen um 1000 Euro. Können Sie mir folgen? Sodass dann bei den neuen Werten, also sprich jetzt hier dann bei den neuen Einkommen, die Differenz zwischen dem neuen Einkommen und dem neuen Durchschnitt gleich bleibt. Das heißt also, die Varianz hängt nicht, also die Varianz der Lineartransformation hängt nicht von der additiven Konstante ab, sondern nur von dem Quadrat der Multiplikativen. Warum das Quadrat? Weil die Varianz der Erwartungswert quadrierter Abweichung einzelner Realisationen von dem Erwartungswert der Zufallsvariable darstellt. Das ist der Grund. Sie haben ja quadrierte Abweichung drin. Also wenn Sie sozusagen die Werte verdoppeln, vervierfacht sich die Varianz. Wenn Sie die Werte verfünffachen, verfünfundzwanzigfacht sich die Varianz. So rum. Alles klar? Das sollten Sie ja nachvollziehen.
Das hatten wir aber schon und ich werde das jetzt hier nochmal anwenden für die Standardisierung. Also das sind jetzt irgendwelche Konstanten, ist egal. Ich werde das nochmal anwenden für die Standardisierung der Zufallszahl, die Sie jetzt hier sehen. Wenn ich den Erwartungswert berechne, berechne ich damit faktisch den Erwartungswert einer Lineartransformation. A entspricht jetzt hier dann minus μ geteilt durch Sigma und B entspricht dann hier offenkundig dann 1 geteilt durch Sigma. Also ist der Erwartungswert der Standardisierung nichts anderes als minus μ geteilt durch Sigma mal 1 geteilt durch Sigma mal der Erwartungswert der Zufallszahl. Und der Erwartungswert der Zufallszahl war μ gewesen, sodass dann, wenn Sie das jetzt hier sich nochmal anschauen, dann immer 0 herauskommt. Verstehen Sie es? Der Erwartungswert der Standardisierung, meine Damen und Herren, ist dann damit immer 0. Für jede Verteilung. Nicht nur für die Normalverteilung, sondern für jede Verteilung. Auch für die Binomialverteilung. Wenn Sie die Binomialverteilung standardisieren, dann kommt ein Erwartungswert von 0 heraus für diese standardisierte Verteilung. Können Sie mir folgen? Ich habe die Normalverteilung hier nicht gebraucht. Und wenn Sie, passen Sie auf, die Varianz der Lineartransformation ausrechnen, auch das können wir, die Varianz hängt nicht von der additiven Konstante ab, sondern nur von dem Quadrat der Multiplikativen. Sie müssen also 1 geteilt durch Sigma quadrieren, dann bekommen Sie 1 geteilt durch Sigma zum Quadrat heraus, mal die Varianz der Alten. Und wenn die Varianz der Alten Sigma Quadrat war, dann müssen Sie einfach nur da im Prinzip dann rechnen, 1 geteilt durch Sigma Quadrat mal Sigma Quadrat, was ja gleich 1 ist. Also das ist ja auch nicht schwer. Verstehen Sie es? Können Sie mir folgen? Ich habe ja hier also gezeigt, wenn Sie also eine Zufallszahl haben, wo man das hier hat, dann ist die Standardisierung immer so, dass die Standardisierung immer einen Erwartungswert von 0 und immer eine Varianz von 1 bekommen wird. Immer. Deswegen heißt sie auch Standardisierung. Verstehen Sie? Das gilt im Übrigen auch bei der empirischen Verteilung auch. Wenn Sie eine Stichprobe standardisieren, hat die neue Stichprobe immer einen Mittelwert von 0 und immer eine mittlere quadratische Abweichung von 1. Das ist genau dasselbe. Jetzt habe ich das auf der theoretischen Grundlage gemacht. Das macht aber nichts. Sehen Sie ja hier nochmal. Ja? Ich fasse nochmal kurz zusammen. Denn bei der Standardnormalverteilung handelt es sich nichts anderes als die standardisierte Normalverteilung, also sprich der Normalverteilung mit einem Erwartungswert von 0 und mit einer Varianz von 1. Deswegen sah die Notation auch so aus, wie Sie das jetzt hier auch gesehen haben. Verstehen Sie es? Es ist nicht weiter. Es ist immer dasselbe Prinzip. Ja? Das heißt, die Standardnormalverteilung haben Sie vorliegen, wenn eine Normalverteilung zuvor standardisiert wurde. Das ist die Frage, wie? Das werde ich auch nochmal dann nochmal zeigen. Ja, aber das ist ja hier die Notation, dass man das hier nochmal das sehen kann. Alles klar? Die Zufallsgröße folgt ja damit der Normalverteilung mit dem Erwartungswert von 0 und einer Varianz von 1. Verstehen Sie es? Ganz einfach. Alles klar? Durch diese Deklaration sehen Sie ja, dass Z der Standardnormalverteilung folgt. Nachvollziehbar? Immer. Jetzt passen Sie auf. Die Normalverteilung hat zum Glück, eine Eigenschaft, die andere Verteilungen in der Regel nicht haben, und zwar die sogenannte Reproduktivität. Die Normalverteilung, passen Sie auf, ist nämlich reproduktiv bezüglich Lineartransformation. Was heißt das? Wenn Sie eine Lineartransformation einer normalverteilten Zufallszahl vornehmen, das werde ich ja hier gleich nochmal noch zeigen, dann ändert sich die Verteilung nicht. Sie können ja hier zum Beispiel auch eine Normalverteilung deklarieren, die einen Erwartungswert von 7 und eine Varianz von 9 hat. Bitte beachten Sie, dass das hier in dem Fall nicht der Standardnormalverteilung folgt. Also das hier, x, passen Sie auf, ist nicht standardnormalverteilt. Ja, können Sie da mal zuschreiben, ist nicht standardnormalverteilt. Warum? Weil die Verteilung von x, meine Damen und Herren, einen Erwartungswert von 7 und eine Varianz von 9 hat, während die Standardnormalverteilung immer einen Erwartungswert von 0 und eine Varianz von 1 haben muss. Verstehen Sie? Sobald also ein Parameter abweicht, haben Sie keine Standardnormalverteilung mehr. Ich zeige Ihnen noch mal kurz, wie das aussieht bei der Dichtefunktion, also damit Sie das nachvollziehen. Ja, weil hier sieht das nochmal auch quasi bei der Dichtefunktion aus. Also wenn die, passen Sie auf, die Normalverteilung einen Erwartungswert von μ und eine Varianz von Sigma Quadrat besitzt, das sehen Sie auch nochmal, dann sieht die Dichte, meine Damen und Herren, so aus. Ja, nicht abschreiben, werden Sie nicht brauchen in der Klausur. Ja, aber nur, dass Sie sich nochmal quasi jetzt hier das nochmal ansehen. Viel Spaß bei der Rechnung. Meine Damen und Herren, keine Angst. Wie gesagt, keine Angst. Sie kennen aber schon die Dichte der Standardnormalverteilung. Um die Dichte der Standardnormalverteilung zu bestimmen, müssen Sie ja, passen Sie auf, müssen Sie ja den Parameter μ gleich 0 setzen und Sie müssen ja den Parameter Sigma Quadrat gleich 1 setzen. Hier
in der Dichte, also dort. Dann schauen wir uns mal an, was da rauskommt. Dann sehen Sie auch nochmal gleich, also das ist ja nämlich ein Spezialfall. Da kommt ja nämlich die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung raus. Ich habe das jetzt hier eingesetzt. Die 0 kann ich ja vergessen, auch die Einsen. Und dann können Sie sozusagen das jetzt hier einfach mal abschreiben. Das heißt, das, was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, das, was Sie hier sehen, ist die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung. Können Sie mir folgen? Ganz einfach. Das ist ein Spezialfall davon. Wir sehen jetzt hier dann die Dichte, meine Damen und Herren, für bestimmte Kombinationen aus μ und Sigma-Quadrat, also sprich Erwartungswerte und die Varianz dann aus. Bei der Standardnormalverteilung hatten Sie das gesehen. Und bei dieser Verteilung, wo die Normalverteilung, meine Damen und Herren, eine Varianz von 1, aber einen Erwartungswert von 2 hat, müssen Sie einfach nur die Symmetrieachse, die jetzt hier bei 0 war, also die bei der Standardnormalverteilung 0 war, sehen Sie ja hier, müssen Sie einfach nur um 2 nach rechts schieben. Dann würde dann sozusagen die Dichtefunktion so aussehen. Verstehen Sie? Also der Wert μ schiebt, meine Damen und Herren, die Verteilung einfach um links oder beziehungsweise nach rechts. Wenn der Wert positiv ist, dann nach rechts. Dort stand ja nämlich minus μ, ja? Also nur, dass Sie das nachvollziehen. Ja? Also in der Dichte stand ja minus μ, also e hoch minus 1/2 x Quadrat mal, also e hoch minus 1/2 x minus μ geteilt durch Sigma zum Quadrat. Das war sozusagen jetzt hier dann die Gestalt. Deswegen rechts. Und meine Damen und Herren, hier, wenn die Varianz zum Beispiel anders ist, 1,5, dann ist die Dichte natürlich flacher. Warum? Weil die Streuung zunimmt. Sehen Sie es? Die blaue Verteilung hat eine größere Streuung als die grüne. Die grüne ja war die Standardnormalverteilung. Ja? Weil die Entfernungen der Realisation zum Mittelwert bei der blauen Verteilung größer sind. Je größer die Varianz, desto flacher wird die Dichte natürlich, desto mehr Werte gibt es jetzt hier auch links und rechts der Verteilung. Sollten Sie jetzt hier nachvollziehen. Je kleiner die Varianz ist, desto enger wird ja sozusagen die Dichte im Umkehrschluss. Das sollten Sie jetzt hier auch nochmal dann auch sehen. Gut, meine Damen und Herren, also, jetzt passen Sie auf, kommt die Reproduktivitätseigenschaft der Normalverteilung, die sieht wie folgt aus. Wenn eine Zufallsgröße normal verteilt ist mit einem Erwartungswert von μ und einer Varianz von Sigma Quadrat, dann kann man zeigen, passen Sie auf, dass die Standardisierung, die Sie hier sehen, ebenfalls der Normalverteilung folgt. Nochmal, die Normalverteilung ist bezüglich jeder Lineartransformation reproduktiv. Das heißt also, wenn Sie eine Lineartransformation der Zufallszahl durchführen, bleibt die Verteilung erhalten. Das ist im Allgemeinen nicht bei jeder Verteilung so. Zum Beispiel bei der Binomialverteilung ist es nicht so. Wenn Sie eine Lineartransformation einer binomialverteilten Zufallsvariable durchführen, ist die Verteilung, die dann entsteht, nicht immer binomial verteilt. Aber bei der Normalverteilung schon. Wenn die Standardisierung einen Erwartungswert von 0 und eine Varianz von 1 hat und die Standardnormalverteilung oder beziehungsweise die Normalverteilung reproduktiv ist bezüglich der Lineartransformation, das heißt, die Verteilung bleibt erhalten, wenn Sie eine Lineartransformation machen, dann muss, meine Damen und Herren, die Standardisierung letztem Endeffekt einer normalverteilten Zufallsvariable standardnormalverteilt sein. Das ist sozusagen die Aussage, die jetzt hier dann im Grunde genommen zugrunde gelegt wird. Ja? Jetzt passen Sie auf, wie muss ich das anwenden? Wie muss ich also die Standard, also im Prinzip die Standardisierung dann anwenden? Passen Sie auf, das werde ich ja hier nochmal gleich zeigen. Sie greifen das dann gleich nochmal auf und ich werde das jetzt hier auch nochmal dann zeigen. Also nochmal, mal angenommen, stellen Sie sich mal vor, wir haben eine normalverteilte Zufallsgröße mit der Erwartungswert von 7 und eine Varianz von 9, die natürlich nicht der Standardnormalverteilung folgt. Warum? Weil, meine Damen und Herren, der Erwartungswert nicht 0 und die Varianz nicht 1 ist. Deswegen. Und mal angenommen, Sie suchen die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zufallszahl höchstens den Wert, mal angenommen, 10 annimmt. Warum 10? Einfach nur so. Es hätte auch 11 oder 12 oder 13 sein können. Spielt keine Rolle. Jetzt ist die Frage, wie berechnet man das? Weil das Problem ist, nur dass Sie das nachvollziehen, dass hier diese Wahrscheinlichkeit, was auch immer herauskommt, ist nicht der Wert der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung an der Stelle 10. Warum? Weil die Verteilung x eben nicht der Standardnormalverteilung gehorcht. Verstehen Sie? Das ist der Grund. Wenn also die Verteilung von x nicht der Standardnormalverteilung entspricht, dann kann auch die Wahrscheinlichkeit, dass die
Zufallsgröße x, höchstens den Wert 10 annimmt, nicht mit dem Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 10 von der Standardnormalverteilung übereinstimmt. Das ist zwar der Wert der Verteilungsfunktion seiner Verteilung, aber nicht der von der Standardnormalverteilung. Das ist der Grund. Das heißt, passen Sie auf. Trotzdem kann man diese Wahrscheinlichkeit mit Hilfe der Standardnormalverteilung berechnen und ich zeige Ihnen jetzt hier gleich nochmal wie. Ja? Also x ist nicht standardnormal verteilt, sodass diese Wahrscheinlichkeit im Allgemeinen nicht der Wert der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung an der Stelle 10 sein kann. Verstehen Sie? Das kann es nicht sein. Warum? Weil x eben nicht standardnormal verteilt ist. Nachvollziehbar? So, jetzt ist die Frage, aber wie geht man damit um? Also mal angenommen, wie würden Sie das berechnen? Passen Sie auf, ich schreibe das mal ab. Ja, ich habe es einfach nur abgeschrieben. Und ich mache Folgendes. Ich spiele jetzt hier ein bisschen mit der Ungleichung. Das, was ich auf der linken Seite der Ungleichung tue, mache ich auch auf der rechten Seite der Ungleichung. Ich ziehe jetzt beispielsweise von der linken Seite der Ungleichung dann 7 ab, dann muss ich das auch auf der rechten Seite tun. Und ich teile jetzt hier beide Seiten der Ungleichung durch Wurzel aus 9, also sprich durch 3. Warum? Und das ist jetzt nämlich die Frage, warum? Was habe ich hier nämlich hier erzeugt? Passen Sie auf. Hier habe ich die Standardisierung von der Zufallsvariable x erzeugt. Der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 10 von der Zufallsgröße x entspricht nämlich der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 10 minus 7 geteilt durch 3 von der Standardnormalverteilung. Das sind Sie auch nochmal gleich. Also nochmal, die Standardisierung von x. Wenn x einen Erwartungswert von 7 und eine Varianz von 9 hat, wäre dann x minus 7 geteilt durch 3. Das ist ja Wurzel aus 9 ist ja 3, aber da sind wir uns ja einig, wenn die Varianz 9 ist, ist die Standardabweichung dann 3. Können Sie mir folgen? Das heißt also, da das ja der Standardnormalverteilung folgt, das hatten wir ja vorhin gesehen, suchen Sie ja im Prinzip faktisch die Wahrscheinlichkeit, dass die Standardnormalverteilung höchstens diesen Wert annimmt, nämlich einen standardisierten Wert von 10. Verstehen Sie? Sie haben ja hier den Wert 10 ja standardisiert. Also wir suchen die Wahrscheinlichkeit, dass die Standardnormalverteilung höchstens so groß ist wie die Standardisierung von 10. Und das ist per Definition, meine Damen und Herren, nichts anderes als der Wert der Verteilungsfunktion genau an dieser Stelle, nämlich an der Stelle 10 minus 7 geteilt durch Wurzel aus 9. Verstehen Sie? Und ich fasse das jetzt hier nochmal zusammen. Also da können wir jetzt hier nochmal auch zu Ende rechnen. Also das ist dann natürlich dann 1, weil wenn Sie 10 minus 7 geteilt durch Wurzel aus 9 rechnen, kommt 1 raus. Das heißt also, der Wert der Verteilungsfunktion von x an der Stelle 10 ist genauso groß wie der Wert der Standardnormalverteilung an der Stelle 1. Und Gott sei Dank ist es so. Warum? Weil die Standardnormalverteilung reproduktiv ist bezüglich der Standardisierung. Das ist also eine Eigenschaft, die die Standardnormalverteilung dann hat. Also die auch die Normalverteilung. Das ist Gott sei Dank so. Das ist bei nicht jeder Verteilung so, aber bei der Normalverteilung schon. Okay, was kommt heraus, wenn Sie 1 in die Verteilungsfunktion einsetzen? Wenn Sie 1 in die Verteilungsfunktion einsetzen, da kommt heraus 0,8413. Also, das wäre sozusagen der Wert, den Sie dann suchen. Das ist aber jetzt nur nebensächlich. Also, Sie haben jetzt hier die Aufgabe zu Ende gemacht. Mich interessiert aber der Zusammenhang hier, wie ich ja von hier direkt nach da kommen kann, ohne dass ich mir jetzt in den ganzen Quatsch dann geben soll. Verstehen Sie, es gibt ja sozusagen eine Abkürzung dazu. Das wäre sozusagen dann das Ziel. Ja? Und dann sehen Sie ja im Prinzip daraus die Systematik, die Sie jetzt hier im Prinzip dann entstanden ist. Das können Sie nämlich relativ leicht verallgemeinern. Also wenn, meine Damen und Herren, eine Zufallsgröße der Normalverteilung folgt mit der Erwartungswert μ und der Varianz von Sigma Quadrat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsgröße höchstens den Wert k annimmt, nichts anderes als die Standardisierung von k beziehungsweise der Wert der Verteilungsfunktion an dieser Stelle, nämlich an der Stelle der Standardisierung von k. Sehen Sie auch nochmal. Ja, also wo ist was? Ja, nur das ist nachvollziehen. Ja, also Sie können ja im Prinzip das jetzt hier sich mal wie folgt dann anschauen. Passen Sie auf. Die 10 ist ja, die 10 hier ist ja dieser Wert k. Das sehen Sie auch nochmal. Der Erwartungswert ist ja 7. Da sehen Sie ja jetzt auch nochmal, das ist dann μ. Und die Standardabweichung, meine Damen und Herren, die Standardabweichung ist dann Wurzel aus 9, das ist ja Sigma. Sigma zum Quadrat ist ja die Varianz. Sie müssen aufpassen. Alles klar? Die Formel bitte, wie gesagt, die Formel, die Sie jetzt hier sehen, die da, die merken Sie sich. Und dann können Sie sozusagen damit relativ leicht ein paar Rechnungen überspringen. Ist ja eigentlich leicht, ne? Sie müssen ja nur den Wert k standardisieren und dann diesen Wert in die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung einsetzen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass seine normalverteilte Zufallsgröße mit Erwartungswert μ und Varianz Sigma Quadrat höchstens den Wert k annimmt, ist dann damit nichts anderes als der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle k minus μ geteilt durch Sigma. Das ist das, was wir hier im Grunde genommen gezeigt hatten. Kann man auch allgemein machen. Wie gesagt, also hier, das ist jetzt ein Spezialfall, aber das macht nichts. Dieser Spezialfall suggeriert jetzt hier dann hinreichend diesen Zusammenhang. Passen Sie auf. Jetzt kommt eine Klausuraufgabe, zumindest auch in der Anwendung. Also ich präsentiere sozusagen eine alte Klausuraufgabe, die jetzt hier von der Struktur her nicht gerade so diese Multiple-Choice- bzw. Single-Choice-Erzählung entspricht. Deswegen aber könnte man jetzt hier dann auch machen. Stellen Sie sich mal vor, wir haben jetzt hier eine Versicherung und es geht jetzt um die jährlichen Gesamtzahlungen bzw. um die Verteilung dieser Zahlen. Die folgt, jetzt passen Sie auf, der Normalverteilung. Die seien normal verteilt. Sie müssen das hier in dem Fall nicht erkennen. Wie könnte man diese Annahme rechtfertigen? Und zwar, überlegen Sie mal, woraus setzen sich diese jährlichen Gesamtzahlungen zusammen? Die jährlichen Gesamtzahlungen setzen sich zusammen aus der Summe einzelner Zahlungen, die Versicherung an ihre Kunden leistet in dem Jahr. Und Sie wissen aber, dass laut dem zentralen Grenzwertsatz eine Summenverteilung sich immer mehr der Normalverteilung annähert, wenn die jeweiligen Summanden jetzt hier unabhängig und derselben Verteilung dann folgen. Verstehen Sie? Nachvollziehbar? Das heißt also, nicht die einzelnen Zahlungen werden normalverteilt sein, aber ihre Summe wird sich dann laut zentralen Grenzwertsatz immer mehr im Prinzip der Normalverteilung dann angleichen. Verstehen Sie? Das heißt, damit kann ich dann die Normalverteilung rechtfertigen, wenn hier die Frage wäre, wie kommt das jetzt hier zustande? Wie gesagt, bitte beachten Sie, die Normalverteilung ist erstmal eine rein theoretische Verteilung. Die kommt dann heraus, wenn Sie im Prinzip eine Summenverteilung für im Grunde genommen jetzt hier von Zufallszahlen, im Grunde genommen dann für n gegen unendlich, also sprich die Anzahl der Summanden gegen unendlich gehen lassen. Das ist die Grenzverteilung einer Summenverteilung, wenn die Summen oder beziehungsweise die Summanden unabhängig und identisch verteilt sind. Verstehen Sie? Damit kann ich die Annahme rechtfertigen. Niemand weiß, wie die Verteilung dieser Summe dann aussieht. Aber jeder weiß, dass die Verteilung dieser Summe immer mehr der Normalverteilung jetzt hier dann angeglichen wird. Und wenn die Versicherung zum Beispiel, was weiß ich, 100.000 Policen hat oder so, dann wird dann die Verteilung dieser Auszahlung, die sie dann leistet an die Kunden, vorausgesetzt, die einzelnen Verteilungen sind dann gleich. Also das heißt, die Kunden befinden sich in der gleichen Risikogruppe, wird dann die gesamte Auszahlung über ein Jahr verteilt jetzt der Normalverteilung dann angeglichen werden. Das ist jetzt sozusagen das, was man da hat. Also darüber kann man die Annahme der Normalverteilung rechtfertigen. Und mal angenommen, die jährlichen Gesamtzahlungen sind jetzt hier im Durchschnitt 50 Millionen und Sie haben eine Standardabweichung von 20 Millionen. Und gesucht sei zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass dann die gesamten Zahlungen jetzt hier die Versicherung dann leistet, 70 Millionen nicht überschreiten. Das könnten ja zum Beispiel die Rückstellungen sein, die Versicherung jetzt hier dann hat. Also das heißt, wenn die Rückstellungen da 70 Millionen sind, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann am Ende des Jahres reichen wird? Das könnte natürlich einen interessieren. Das kann man ausrechnen. Ja, nur, dass Sie das nachvollziehen. Da gibt es noch andere Sachen, die dazu dann ausgerechnet werden sollen, aber das ist das Erste. Um das machen zu können, passen Sie auf, sollen Sie jetzt hier nochmal das wie folgt dann konstruieren. Mal angenommen, die jährlichen Gesamtzahlungen in Millionen sollen dann der Zufallsvariable x entsprechen und x ist dann damit wegen der Aufgabe normal verteilt mit Erwartungswert 50, 50 Millionen sind es also, und mit einer Standardabweichung von 20 zum Quadrat wäre dann damit im Prinzip die Varianz. Die Deklaration, meine Damen und Herren, erfolgt hier durch die Varianz und nicht durch die Standardabweichung. Man hätte das aber auch mit Hilfe der Standardabweichung jetzt hier dann deklarieren können. Wenn die Standardabweichung 20 Millionen sind, dann ist natürlich die Varianz davon das Quadrat. 20 zum Quadrat, also 20 Millionen zum Quadrat, wenn Sie so wollen. Und gesucht ist, passen Sie auf, die Wahrscheinlichkeit, dass dann die 70 Millionen reichen werden. Das ist nämlich das hier, was Sie suchen. Wenn Sie sich nochmal die Formel anschauen, das ist nichts anderes als der Wert der Standardnormalverteilung, also der Wert der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung an der Stelle 70 minus 50 geteilt durch 20. Offenkundig. Offenkundig. Das hatten wir hier zumindest dann klar gemacht. Sie müssen also in die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung den Wert 1 einsetzen, um das zu berechnen. Der Wert der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung an der Stelle 1 beträgt, wie Sie jetzt hier aus der Tabelle sehen, 0,8159. Sorry, ich habe das ja hier, ich habe den falschen Wert erwischt, sorry. Ja, ich habe ja hier, also, nee, der Wert ist richtig, das ist der hier. Ich habe jetzt hier nur in der Tabelle den falschen angekreuzt, aber ich habe es trotzdem richtig gemacht.
Ja? Sorry für die Verwirrung. Ja? Also ich suche den Wert der Verteilungsmenge an der Stelle 1. Hier hätte ich dann gehen müssen. Da, nicht dahin. Das hier wäre es gewesen. Sorry. Das ist ein Fehler drin in der Folie, aber ich habe das jetzt hier wieder wettgemacht. Also, mit einer Wahrscheinlichkeit von 84,13% in etwa werden die 70 Millionen reichen, um die im Prinzip jetzt wieder den Zahlungsforderungen dann nachzukommen. Werden die natürlich auch bestehen. Das ist klar. Können Sie dann folgen? Ja? Gut, meine Damen und Herren, dann machen wir eine zweite Teilaufgabe daraus. Wie gesagt, das ist eine alte Klausuraufgabe, da jetzt hier von der Struktur her, dass das dann nicht ganz passt. Mit Multiple Choice würde ich das jetzt hier dann nochmal vortragen wollen. Sie suchen, passen Sie auf, im zweiten Teil die Wahrscheinlichkeit, dass die Gesamtzahlungen einen Wert annehmen zwischen 30 und 70 Millionen. Meine Damen und Herren, Augenblick. 5 Minuten habe ich noch, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ja. Das ist, meine Damen und Herren, nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlungen höchstens 70 entsprechen, minus die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlungen höchstens 30 sind. Also 30 Millionen natürlich. Die Fläche zwischen 30 und 70 ist die Fläche bis 70 minus die Fläche bis 30. Ganz einfach. Bei einer stetigen Verteilung ist es egal, ob kleiner oder kleiner gleich. Passen Sie auf, wenn Sie die Formel hier haben, Sie müssen dann die 70 standardisieren, das hatte ich schon ausgerechnet, und hier die 30. Jetzt gucken Sie sich das mal an. Den Wert hatte ich ja schon bestimmt. Und den Wert ist, passen Sie auf, das ist dann der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle minus 1. Und passen Sie auf, wegen der Symmetrie der Dichte gilt was? Wegen der Symmetrie der Dichte gilt, dass der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle minus 1 offenkundig 1 minus der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 1 ist. Warum? Weil die Dichtefunktion symmetrisch zur y-Achse ist. Ganz einfach. So. Ja gut, und dann, wenn Sie das zu Ende machen, der Wert hier war ungefähr 0,8413, den müssen Sie dann nicht nochmal nachschauen, weil das ist nämlich 1 minus dieser Wert. That's it. Und da kommt dann, meine Damen und Herren, wenn Sie das ausrechnen, mit dem Taschenrechner von mir aus, kommt dann ungefähr 86,26 heraus. Mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 68% sind, meine Damen und Herren, die Gesamtzahlungen zwischen 30 und 70 Millionen. Ich betrachte jetzt C-Bar-Wert, also Teilaufgabe C, also wie gesagt, Teilaufgabe B, machen Sie das bitte nochmal selbst, gerade aus den Folien, also machen Sie das mal. Teilaufgabe C, wie gesagt, also hier nochmal was Neues, deswegen, welcher Betrag sollte bereitgestellt werden, damit jetzt hier dann die Höhe der Gesamtzahlung mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5% anreichen würde. Meine Damen und Herren, was ich jetzt hier suche, ist der Betrag, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5% nicht überschritten wird, und der Betrag, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5% nicht überschritten wird, ist das 97,5% Quantil der Verteilung. Ich suche also im Prinzip jetzt hier dann das 97,5% Quantil der Verteilung. Die Formel, die ich jetzt hier dann erklären möchte, ja, die jetzt hier dann kommen wird, also ich suche jetzt hier dann das 0,975 Quantil der Verteilung von x. Das wird für folgt aussehen, und zwar das wird dann jetzt hier dann sein, das 0,975 Quantil von der Standardnormalverteilung mal die Standardabweichung, was jetzt hier dann 20 sein wird, plus der Erwartungswert. Also da, wenn man das jetzt hier dann verallgemeinern möchte, ja, also wenn jetzt hier dann x normal verteilt ist mit Erwartungswert μ und Varianz Sigma Quadrat, dann wäre jetzt hier in dem Fall das p-Quantil von x nichts anderes als das p-Quantil der Standardnormalverteilung mal die Standardabweichung der Zufallsvariable plus der Erwartungswert der Zufallsvariable. Das heißt also, die Formel will ich Ihnen jetzt hier dann gerade erklären. Also wie komme ich darauf? Weil wenn man das jetzt hier dann weiß, dann können Sie mit der Formel jetzt hier dann die Quantile von jeder normalverteilten Zufallszahl ausrechnen, mit Hilfe der Standardnormalverteilung, ohne dass man es jetzt hier nochmal herleiten muss. Ich leite jetzt hier dann diese Formel, die ich jetzt hier eingerahmt habe, her aus dem Beispiel und erkläre Ihnen jetzt hier dann damit im Prinzip die Formel. Das bedeutet also, Sie müssen, um das jetzt hier dann zu machen, müssen Sie einfach nur das 0,975 Quantil der Standardnormalverteilung besorgen. Das 0,975 Quantil der Standardnormalverteilung ist dann 1,96. Das heißt, ich rechne dann 1,96 mal 20 plus 50 und was auch immer da rauskommt, das ist der Betrag, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5
5% reichen wird. Also damit wäre sozusagen schon die Aufgabe gelöst. Jetzt haben Sie aber vielleicht nicht verstanden, warum. Und da will ich jetzt Sie dann hinaus. Aber wenn Sie das dann verstehen, dann kann man sich jetzt dann diese Herleitungsschritte dann sparen bei der Klausur. Dann können Sie einfach jetzt dann diese Formel nehmen, die ich jetzt hier eingereimt habe und gut ist. Ja, das werde ich jetzt hier nochmal erklären. Also woher kommt das jetzt dann her? Zunächst mal machen wir uns mal klar. Ich suche jetzt hier einen Wert, der mit einer Wahrscheinlichkeit von x nicht, also mit einer Wahrscheinlichkeit von, 0,975 von x nicht überschritten wird. Das bedeutet also, der Wert c, den ich dann suche, ohne das zu wissen, muss das 97,5% Quantil der Verteilung sein, weil das 97,5% Quantil der Verteilung ist genau der Wert, ja, letztem Endeffekt, wo die Verteilung jetzt hier den Wert jetzt hier dann mit 97,5%iger Wahrscheinlichkeit eben nicht überschreitet. Ne? Das ist sozusagen, also 97,5% der Verteilung liegen ja darunter. Bitte beachten Sie, ich suche aber nicht direkt jetzt hier dann das 97,5% Quantil der Standardnormalverteilung, sondern ich suche das jetzt hier dann das 97,5% Quantil von x. Und x ist nicht standardnormal verteilt, wie Sie jetzt hier dann unschwer erkennen können. Jetzt ist die Frage, wie komme ich darauf? Nun, ich kann ja trotzdem mal diese Formel jetzt hier dann anwenden, weil wenn ich das jetzt hier dann anwenden würde, mal angenommen, ich würde den Wert ja kennen, dann müsste ich den jetzt hier dann einfach nur standardisieren. Das heißt, ich nehme jetzt hier den Wert C minus 50, also sprich minus den Erwartungswert geteilt durch 20, eingesetzt in die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung, müsste ja natürlich jetzt hier dann auch 0,975 jetzt hier dann ergeben, nicht wahr? Das gilt ja sozusagen jetzt hier dann für die Standardisierung. Und dann ist die Frage, wie bekomme ich jetzt hier dann diesen Wert dann her? Ja gut, also das muss ja dann das 97,5% Quantil der Standardnormalverteilung sein, denn der Wert, nämlich eingesetzt in die Standardnormalverteilung, ergibt ja gerade 0,975. Also wenn Sie in die Tabelle später nochmal nachschauen werden, nicht wahr, würden Sie feststellen, dass das 97,5% Quantil der Standardnormalverteilung 1,96 ist ungefähr. Das bedeutet also, wenn Sie 1,96 in die Verteilungsfunktion einsetzen, würden Sie 0,975 bekommen. Das bedeutet also, der Wert, den Sie jetzt hier dann einsetzen müssen, muss natürlich jetzt hier dann mit 1,96 übereinstimmen. Also so können Sie sozusagen jetzt hier dann in die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung einbrechen. Verstehen Sie? Weil das, was Sie sozusagen dort einsetzen, wenn das dann 0,975 letzten Endeffekt dann ergibt, dann ist das das 0,975 Quantil der Verteilung per Definition. Darüber hatten wir uns jetzt hier dann gestern unterhalten. Warum? Also wenn Sie da das jetzt nicht ganz verstehen, schauen Sie nochmal die Vorlesung dazu an. Das gilt aber im Prinzip bei jeder stetigen Verteilung. Also es ist jetzt nicht nur bei der Standardnormalverteilung so. Nicht wahr? Das heißt also, ich muss jetzt hier dann das 97,5% Quantil der Standardnormalverteilung bestimmen. Wo kriege ich den her? Den kriege ich jetzt hier aus der Tabelle, die heißt Quantile oder Prozentpunkte der Standardnormalverteilung. Na, das ist also sozusagen jetzt hier dann das, was ich jetzt hier dann bekomme. Ich gehe in die Zeile, wo 0,97 steht und gehe in die Spalte, wo 0,005 steht. Warum? Weil 0,97 plus 0,005 0,975 ist. Und dort, wo sich die Zeile mit der Spalte trifft, nämlich jetzt hier dann bei der 1,96, also wie ich das schon angekündigt hatte, nicht wahr? Dort befindet sich jetzt nämlich mein Quantil, also das 97,5% Quantil jetzt hier in diesem Beispiel, ja? Ich hatte das ja schon mal erwähnt gehabt, also da kommt dann 1,96 heraus, wenn Sie das jetzt hier nochmal danach schauen. Das bedeutet also, Sie müssten 1,96 in die Verteilungsfunktion einsetzen, damit 0,975 herauskommt und so können Sie sozusagen in die Verteilungsfunktion dann einbrechen. Das habe ich jetzt hier so in dem Fall hingeschrieben, das heißt, der Wert hier, den Sie einsetzen, das Grünzeug, ja, das muss also ungefähr 1,96 sein, dann ist es nicht 1,96, dann ist das, was Sie nämlich jetzt hier dann einsetzen, in die Verteilungsfunktion dann nicht 0,975, verstehen Sie, ja, weil 1,96 eingesetzt in die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung, meine Damen und Herren, 0,975 ergibt, nicht wahr? Das heißt, und da müssen Sie diese Gleichung jetzt hier nur noch nach C auflösen und dann haben Sie nämlich jetzt hier dann genau das, was ich jetzt hier dann angekündigt hatte. Wenn Sie das dann tun, multiplizieren Sie auf beiden Seiten mit 20 und addieren Sie jetzt hier dann 50 dazu. Wenn Sie das jetzt hier dann tun, multipliziere ich dann 1,96 mit 20, also das gibt dann 1,96 mal 20, ja. Und dann, wenn ich das jetzt hier dann 50 dazu addiere, kommt dann insgesamt raus 1,96 mal 20 plus 50, ja. Und dann sehen Sie, wo die Zahlen dann hergekommen sind, nicht wahr? 20 war die Standardabweichung gewesen, 50 war der Erwartungswert gewesen. Wäre der Erwartungswert nicht 50 gewesen, sondern 100 gewesen, dann hätten Sie eben dann 100 dazu addieren müssen. Wäre die Standardabweichung nicht 20 gewesen, sondern 30 gewesen, dann hätten Sie das 0,975 Quantil der Standardnormalverteilung nicht mit 20, sondern mit 30 multiplizieren müssen. Nicht? Also das kann man sozusagen beliebig ersetzen, je nachdem, was die Standardabweichung bzw. was der Erwartungswert der normalverteilten Zufallszahl x jetzt hier dann wäre. Und dann können Sie das jetzt hier dann ausrechnen. Ich habe das jetzt hier dann ausgerechnet. Also hier sehen Sie sozusagen jetzt hier das dann nochmal. Das heißt, der Betrag von
circa 89,2 Millionen reicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,975, also 97,5% der Fälle würde das jetzt Ihnen reichen. Alles klar? Okay, meine Damen und Herren, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Es ist ja bekannt, dass es diese Symmetrieeigenschaft gilt. Könnte man das auch so berechnen, dass man... Ja, was käme dann raus, wenn Sie von 1 zu 10 an 0,6745 abziehen? Kommt was Positives raus, aber das untere Quartil muss ja negativ sein. Aha, okay. Das heißt, dass... Sie müssen es mit minus 1 multiplizieren. Minus 1 multiplizieren. Ja, nicht von minus 1 abziehen, also nicht von 1 abziehen, sondern von minus 1 multiplizieren. Okay, aber hier oben davor haben wir auch... Nein, das ist die... Ja, 0,75 ist dann 1 minus 0,25, die Fläche. Also 1 minus diese rote Fläche ist dann die kleine rote Fläche. Alles klar. Ja, aber also das hier gilt ja für die Fläche, nicht für den Wert, was Sie dafür nicht dann... Nicht für den Wert. Alles klar, danke. Ja. Ich hatte nochmal eine Frage zu dieser Zusatzaufgabe 14. Ja. Weil ich war ja ursprünglich eine 6. Ja, ich habe das jetzt immer, ich habe das falsch eingegeben, aber ich habe die Aufgaben mit 5 gerechnet. Mhm. Also Sie hatten, glaube ich, gesagt, man könnte es auch mit 6 rechnen. Ja, man könnte es, aber dann kommen andere Werte raus. Also das heißt, dann ist dann sozusagen, und das passt dann nicht zum Teil A. Ja. Also es wäre sozusagen von der Aufgabenstellung ja nicht falsch gewesen. Mhm. Man hätte jetzt hier sozusagen keine äquidistante Unterteilung jetzt hier dann für die Zeit, was jetzt nicht sehr praktisch ist, aber hätte man eigentlich auch dann rechnen können, nur... Die Rechnung passt dann nicht zu dem, sorry. Man kann nicht scrollen. Ja, also die Rechnung, wie Sie gesagt, also die jetzt gemacht hätte, wenn da hier 6 steht, passt nicht zu den Zahlen und passt auch nicht zu Teil A. Ja. Yeah. Also in der Praxis wäre dann sozusagen äquidistante Zerlegung der Zeit, wäre sozusagen dann naheliegender. Ja. Also wenn es dann von 4 auf 6 springt, dann wird die 5 ausgelassen? Oder man hätte würde dann die 5 ausgelassen. Keine Rendite. Die wird dann ausgelassen, ja, weil sie vielleicht der Datensatz da fehlt oder so. Kann ja auch sein, ja, also dass es dann nicht da ist. Okay, gut. Ja, das ist sozusagen das Problem. Ja? Also okay, dann ist es jetzt nicht da. Aber wie gesagt, also wäre kein Problem gewesen. Ich werde jetzt beim nächsten Mal darauf achten, wenn Sie so eine Aufgabe haben. Aber praktischer ist natürlich, wenn man so eine äquidistante Zerlegung hat. Ja? Ja. Okay. Aber wie gesagt, das bleibt bei 5 und in der Klausur wird es auch bei 5 sein. Also da wenn, nicht so eine nein, ich mache da keine Faxen. Also okay. Das wäre natürlich jetzt hier ein bisschen problematisch dann auch bei der Rechnung. Okay. Das passt auch nicht zu Teil A. Ne? Also da macht der Teil A jetzt nicht so unbedingt Sinn, weil ich habe ja die Summenformel benutzt, also von der ersten bis zur letzten. Und dann, dann hätte man da sozusagen diesen Wert dann wieder rausnehmen müssen. Das mache ich nicht. Ja, das war ziemlich verwirrend. Ja, ich weiß. Also wie gesagt, ich habe das aber nicht gepeilt, ja, dass am Ende... Sie dann sozusagen, dass dann eine 6 reingerutscht ist, auch wenn ich das mit 5 dann durchgerechnet hatte. Sorry dafür, also ich sag, das war sozusagen die Verwirrung. Okay, aber jetzt wollte es klappen, ja? Alles klar. Hi, ich habe eine Frage. Wir dürfen ja in Statistik den Taschenrechner benutzen. Ja. Dürfen Sie, ja. Und den dürfen wir auch benutzen? Weiß ich nicht. Nein. Aber wie gesagt, wenn es nach mir geht, ich werde es nicht abnehmen. Sie können auch Computer